Hey Chat. Chat, könnt ihr mich hören? Hallo? Ist da jemand? Ich muss den Chat mal größer machen. Elsie, das ist zu klein. Ja, mach mal. Es ist einfach, ich merke gerade, ich habe mich verschätzt in meinem Alter. Es ist einfach viel zu klein. Viel zu viele Fenster. Aber wir machen erst den Chat groß und dann wissen wir mehr. Moin, moin, Wasserratte. Schön, dass du da bist. Pop-out-Chat. Alter, was passiert hier? Alter, das ist ein Laser. Hier haben wir auch noch Nebel, ey. Pass auf. Alter Vater. Ja, hier haben wir alles. Gleich wird dein Bier eingescannt. Jetzt hier abgescannt. Gleich wird dein Bier abgenebelt. Ich muss noch kurz hören, wie sich's anhört. Chat, wir sehen euch. Check. Ja, ist ein bisschen indirekt, aber geht schon. Also kriegen wir schon so geregelt. Elsie, sag du mal was, wenn ich so ein bisschen hello, jetzt. Hello. Ja, das ist doch mega. Das ist doch mega geil. Ich zeig's dir mal zur Kontrolle, damit du weißt, wie es ungefähr anhört. Aha, alles klar. Ja. Geht. Also wenn ich jetzt hier bin, geht's. Ich muss ein bisschen hier vorstellen. Nee, alles cool. Erstmal, Chat, du musst immer erst den Chat begrüßen. Das ist immer wichtig. Liebe Grüße aus Wien von Ambarges94. Oh, liebe Grüße zurück. Percy ist da. Phänomenal Link. Ich weiß nicht, aber da steht Elsie Herzchenaugen. Das ist wohl Liebe. Das muss Liebe sein. Ich schicke sehr viel Liebe zurück. Ey Leute, heute machen wir einen schönen Livestream. Heute begrüße ich ganz, ganz herzlich Elsie von Saltatio Mortis. Schön, dass du da bist. Einfach noch eine Faust drauf. Moin, Krugi. Ich habe Elsie nämlich gerade erstmal vom Hotel abgeholt. Das war so eine Rush-Aktion. Ich bin dann immer so ein bisschen wuselig, so ein bisschen wie so ein Wiesel, weil ich immer will, dass alles irgendwie funktioniert, dass alle gut drauf sind. Du bist versorgt, du hast ein Getränk bekommen. Perfekt, ich habe so. Bier. Was soll passieren? Alles gut. Du darfst dich wirklich nicht erschrecken, wenn du mal angenebelt wirst. Also Nebelmaschine. Okay, passiert das randommäßig? Nee, das passiert, wenn die Leute gut drauf sind. Oh, okay. Also die Zuschauer können das triggern. Wenn die Zuschauerschaft, also wenn die zum Ausdruck bringen, dass das ein guter Stream ist, dann kriegt man mal Nebel ab. So. Okay. Das ist so ein Trademark von diesem Stream. Dann hoffen wir mal, dass wir hier im Dunst versinken. Ein Elsie ist glücklich, wenn man es mit Bier füttert. Alles klar. Das sind auf jeden Fall die Kenner. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Leute, wir haben ja heute Abend einen Stream gemacht. Oder wir werden einen Stream machen, der gar nicht so richtig durchgeplant ist. Das ist aber auch gar nicht so schlimm. Was ich auf dem Herzen habe, kann ich mal sagen. Ich möchte natürlich wissen, wie es euch als Band geht, was ihr so macht und so weiter und so fort. Saltatio Mortis, für alle, die es nicht wissen, ist eine Mittelalter-Rockband, ja, kann man das so sagen? Kann man so sagen. So, ja. Wir denken hier nur in Schubladen, das ist klar. Aber da soll uns Elsie gleich mal ein bisschen was zu erzählen. Da möchten wir natürlich noch, ich nehme jetzt alles vorweg und im Detail sprechen wir gleich, ja? Ja. Du hast eine Dudelsack-Werkstatt, folglich brauchst du Dudelsäcke oder restaurierst sie und hast mir auch einen Dudelsack restauriert. Genau. Ich habe gar keinen Plan, wie ich das Ding benutze. Deswegen bin ich da. Das heißt, wir müssen dann noch einen Dudelsack 101 machen. Dann wollen wir natürlich auch noch, ich habe die Drums hier, du hast einen Dudelsack mitgebracht. Eine Jam-Session muss noch sein, ey, sonst ne, ist ganz klar. Und übrigens, ihr könnt auch noch was gewinnen, nämlich ein schönes Geschenk. Das verrate ich euch auch noch gleich. Aber bevor wir das machen, jetzt habt ihr quasi so eine Einleitung-Chat. Also jetzt wisst ihr, was passiert. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, Chat, wie geht's euch? Und dann fangen wir an. Du musst immer fragen. Jo, ich schau immer mal mit rein, ja. Und... Ja, wann wart ihr denn bei mir? Ihr wart doch im alten Studio. Ist auch ganz krass. Oh Gott, wann war denn das? Wir haben einen Moin Moin gemacht, eine Sendung. Genau. Und da habt ihr mir ja schon mal so ein bisschen Dudelsackspielen gezeigt, sag ich mal. So gut es halt in einer Dreiviertelstunde geht. Ja. Und vor allen Dingen haben wir zusammen musiziert und ein bisschen gequatscht. So. Ja. Das war kurz vor eurem Release, glaube ich. Oder zu einem Release von der letzten Platte. Stimmt, genau, ja. Weißt du noch ungefähr, wann das war? Das war, glaube ich, ein... Vor einem Jahr? Muss vor einem Jahr gewesen sein, ein bisschen mehr als vor einem Jahr. Ja. Also Elsie war auf jeden Fall in dem alten Studio noch, habe ich ihm gerade erzählt, dass das nicht mehr steht. Dafür gibt es jetzt hier so einen nicen Pornoraum, ist ja auch okay. Also, sehr, sehr schnucklig auf jeden Fall. Du bist der erste Gast, wirklich. Was? Du bist echt? Der allererste Gast in diesem Raum. Ich fühle mich geehrt. Du bist wirklich, das kann dir keiner mehr nehmen. Du bist der erste Gast, der jemals hier war. Und für den Chat ist es, glaube ich, ganz absurd, dass man hier zwei Leute sieht. Aber es ist, so muss es halt sein. Aber ey, schieß mal kurz los. Was geht bei euch ab? Wie geht's mit der Band? Mach ein bisschen Werbung. Erzähl mal was. Ja, natürlich ist es für uns natürlich auch schwierig gerade in der aktuellen Situation. Ja, aber wir machen das Beste draus. Wir gucken auch, dass wir viele Crossover-Projekte machen, dass wir mit vielen Leuten zusammenarbeiten. Dass wir beispielsweise jetzt bei anderen Bands auch mal in Musikvideos mitmachen, bei Livestreams, bei Konzerten, Gastauftritte.
Und ja, beispielsweise waren wir jetzt ja auch auf der Comic-Con letztes Wochenende. Das ist auch was, was, ja, hat man sich einfach nie vorstellen können. Ja, das ist krass, das ist krass, ja. Dass wir da mal einen Fuß reinkriegen und sowas überhaupt zu machen. Aber es passt halt auch wie die Faust aufs Auge. Wir waren auch wohl, oder sind auch die erste Band, die das jemals gemacht hat, so auf der Comic-Con zu sein. Und wir wussten auch nicht, was uns da erwartet. Ja, erzähl mal, was war da? Also? Wir haben da nette Freunde gehabt, die uns da auch einen Stand gebaut haben. Mhm. Ein nettes Team, die auch Props machen für unsere Videodrehs. Ah ja, geil, okay. Und, das passt gut, ja. Und im Endeffekt haben wir da Autogramme gegeben, Fragen beantwortet, mit den Leuten gequatscht und auch hin und wieder Mucke gemacht. Das ist halt das Geile an dieser Dudelsack-Akustik-Mucke. Wir schnappen uns einfach eine Trommel, einen Dudelsack, und wir brauchen da keine Mikros, keine Verstärker und nichts. Wir können da einfach irgendwo auftauchen und Mucke machen. Ja, und das ist halt so kontrastreich zur heutigen Musikwelt, ne? Also wenn du irgendwie produzierst und du hast da deine Trap-Beats so, weißt du, das funktioniert halt nicht. Also das meine ich, es gibt halt viel Kontraste und das ist halt cool, dass ihr eine Musik macht, wo du einfach schon mit einfachen Mitteln Musik machen kannst eben. Ja, also ich meine, wir gehen natürlich auch mit der Zeit. Wir produzieren ja auch natürlich unsere Alben professionell im Studio und alles. Da ist auch wahnsinnig viel Arbeit, die dahinter steckt. Aber du kannst es runterbrechen, das meine ich. Ja, genau, wir sind halt flexibel. Wir können das so zurück zu unseren Wurzeln, so auf das rudimentäre Besteck gehen und dann auch einfach mal, ja, frei raus, einfach uns irgendwo hinstellen, an die Straßenecke oder auf eine Messe und dann einfach losmucken. Total geil. Aber was habt ihr da? Ich habe irgendwie Bilder mit Lara gesehen. Lara ist ja hier auch allen bekannt und die ist ja auch bei Game 2 Moderatorin, quasi eine Kollegin von mir. So, und irgendwas habt ihr da gemacht? Kann man da irgendwas erzählen oder ist es geheim oder nicht? Es gibt auf jeden Fall Fotos, also so geheim kann es nicht sein. Ja, wir haben einen Song mit ihr zusammen aufgenommen für Skyrim. Genau, ja, weil Skyrim bzw. Elder Scrolls hat ja Jubiläum, ja, 10-jähriges, und dafür haben wir einen Song gemacht. Ja, geil. Und ja, da sind wir noch quasi am Ausarbeiten. Also im Studio lief jetzt alles und ja, wir gucken mal, wann es dann rauskommt. Wahrscheinlich Januar, Februar. Ja. Mal gucken. Hammer. Ich finde das Dragonborn-Cover so geil im Stream. Das ist ja ein Original Elder Scrolls-Song, glaube ich, ne? Genau, ja, genau. Das habt ihr da schon performt sozusagen. Genau, genau. Okay, das war in der Akustikversion. Unser Jean und der Alea haben dann zusammen mit der Lara schon was gemacht. Ja. Und ja, das Ganze haben wir jetzt dann auch nochmal richtig fett ausgearbeitet. Ah, alles klar. Okay, da kommt noch was. Ja, definitiv. Und live-technisch kann man... Könnte Elsie ein bisschen lauter werden? Ja, klar, wir können ein bisschen näher rangehen. Kann auch ein Stück näher ran. Wir haben so viel Platz hier, ist kein Problem. Live-musiktechnisch, geht da gerade noch was oder ist alles gerade auf Eis? Ich habe gar keinen Plan. Ja, sagen wir mal, wir winden uns, ne? Also ist natürlich für alle schwierig. Ja, wir gucken, was wir machen können. Es ist natürlich einfach auch wahnsinnig stressig, weil immer auch wieder Sachen abgesagt werden, man spontan auch Sachen reinbekommt, wo wir dann gucken müssen, wie spontan können wir halt dann jetzt einen Auftritt spielen, weil sowas braucht eigentlich langfristige Planung. Ach, ihr kriegt spontane Anfragen rein. Ja, von also, wegen, jetzt können wir wieder, habt ihr morgen Zeit? Ja, so schnell auch nicht, aber sagen wir mal, das geht schon, sagen wir mal, wenn es 4 Wochen vorher ist, dann ist das schon relativ sportlich. Klar, das meine, wie viele Leute seid ihr in der Band? Also mit Technik-Crew und so? Also Band sind wir 7 und mit Technik, also sagen wir mal, die letzten Jahre vor Corona, wo wir unterwegs waren, waren wir bis zu 20 Leute. Ja, und die musst du erstmal unter den Hut kriegen. Genau, ja, das sind ja auch alles Leute, die auch noch andere Jobs machen und die man dann natürlich dafür organisieren muss und rankriegen muss. Und da haben wir mittlerweile auch eine relativ feste Basis-Crew. Geil. Und das sind natürlich Leute, auf die ist man halt eingespielt und die mit einem auch. So. Und da will man natürlich logisch immer auch diese Leute dabei haben. Das ist dann halt, das ist uns wichtig, das ist denen wichtig, das ist halt auch eine Familie irgendwo. Ja, klar. Und da willst du auch nicht immer ständig wechseln müssen. So. Und im Notfall macht man das und hat immer noch irgendwie Leute so als Backup. Ja. Aber so die Stammcrew, die hat halt eben den Plan, wie was funktioniert, wer was wie braucht. Ja, und du willst ja auch irgendwie... Also wenn du dann wieder was spielen darfst, dann willst du ja auch gerne, dass die den Job bekommen, mit denen du eh immer schon zusammenarbeitest. Nicht, dass es einfacher funktioniert, aber du hast ja auch eine Beziehung zu diesen Menschen. Ja, na klar. Also dann willst du ja auch nicht sagen, ja, nehme ich jetzt eine andere Crew oder so, sondern du hast ja irgendwie, willst ja auch, dass die dann mal, also weil es ja eh eine Scheißzeit ist und für alle irgendwie hart ist. Und dann kann ich mir vorstellen, dass man dann Bock drauf hat, dass auch genau die Leute dann was vom Kuchen abkriegen. So, ja. Also ja, genau. Kann ich mir, ich meine, glücklicherweise ist es bei dir persönlich ja so,
dass du neben der Band, also folglich habe ich jetzt verstanden, ja, es gibt noch Auftritte, aber es ist schwer zu planen, sozusagen. Ja, genau. Also was wir jetzt noch haben, ist morgen in Neumünster. Da sind wir auf dem Valhalla-Festival. Okay, Neumünster, nicht weit weg von Hamburg. Ja, gibt's, genau. Kann man noch hinkommen? Geht das noch? Oder ist es, weißt du was von? Ich glaube, dass es noch Karten gibt. Ja. Ja, also es ist halt 2G+. Ja, klar. Ich bin mir aber nicht sicher. Müsste man mal genau nachschauen. Informiert euch selber, Leute. Ja. Aber sonst morgen live. Vielleicht das letzte Mal Live-Musik vor dem nächsten 574. Lockdown. Kann ja sein. Es kann immer das letzte Mal sein. Kann ja. Also so sollte man feiern, auf jeden Fall. Ja. Ja. Also auf jeden Fall. Genau, deswegen support your fellow musician. Deswegen auch danke gerade für den Nebel. Du hast es gemerkt. Nebel kam von Ovenart 124 und von Pinocchio, keine Ahnung. Also auf jeden Fall herzlichen Dank, ihr Lieben. Und ich meine, bei dir persönlich, du hast ja eben noch diese Werkstatt der tollen Instrumente. So, kann, man, kann man ja auch mal erwähnen. Du, also, du hast diese Dudelsack. Das ist mein Dudelsack übrigens. Ja, den kannst du mal, den kannst du mal greifen. Ich habe den übrigens, ich habe den irgendwie zusammengebaut. Ich habe aber keine Ahnung, ob der richtig zusammengebaut ist. Ja, das sieht gut aus. Wirklich? Ja, das werden wir sehen, wenn wir ihn anwerfen. Ja, ich, also. Aber das, ja, sieht sehr solide aus. Ja. Ich habe wirklich, also du musst mir gleich echt was erzählen, was wir da machen. Aber können wir ja. Ich würde sagen, Elsie, damit das hier so ein bisschen, wir lockern mal den Chat auf, ja? Wir machen nämlich Folgendes. Und zwar, dein Plattenlabel war mega nice heute. Mhm, und die haben gesagt, der Elsie ist da. Dann lass uns doch mal die Zuschauer beschenken. Und es gibt eine Website und die möchte ich kurz mal zeigen. Leute, ich frage euch erstmal, habt ihr Lust auf ein Geschenk? Habt ihr Lust auf ein Geschenk? Aber wir müssen es mit Murmeln verbinden, weil Elsie muss sich Murmeln zeigen. Ihr müsst alle Bock auf Murmeln haben. Habt ihr Bock? Immer ist auch richtig geil. Nein, ja sicher. Das sind die Leute, die noch nie gemurmelt haben. Geschenke sind immer gut, auf jeden Fall. Da kommen sie doch rein. Leute, ich brauche ein bisschen mehr Support, sonst wird das hier eine cringige Nummer. Hau raus. Ja, alles klar. Und zwar, pass auf. Ich möchte, dass ihr ein Paket bekommt, das können wir gleich zusammenstellen, aber das kann nur eine Person bekommen. Beziehungsweise ich kann 2 Slots vergeben. Aber ich dachte, am Anfang machen wir das einmal und dann am Ende. Mhm. Und damit wir aus diesen ganzen Zuschauerleuten hier eine Person bestimmen, können wir am besten das Instrument der Murmelei benutzen. Okay. Okay. Ja, pass auf. Und Murmeln geht folgendermaßen so, dafür habe ich das hier schon vorbereitet, in-game. Pass auf. Jetzt können nämlich alle Leute, die mitmachen wollen, ich drehe mal die Kamera ein bisschen weiter zu. So, damit man alle sieht. Komm mal ein bisschen ran. Ja. So nämlich. Und jetzt alle, die mitmurmeln wollen, drücken jetzt Ausrufezeichen Play und dann kriegen die Leute hier eine Murmel auf der Murmelbahn. Die Leute wissen noch nicht, was sie gewinnen können, das sage ich aber mal. Es geht auf jeden Fall um Musik. Ihr könnt euch gleich Musik aussuchen sozusagen, die ihr wirklich zugeschickt bekommt. Finde ich richtig geil. Und da siehst du schon, wie die Murmeln sich füllen, die Slots füllen. Mhm. Das ist quasi, ja, man könnte sagen irgendwie eine Art von Glücksspiel, aber es geht ja quasi um nichts. Außer, dass du halt eine Murmel setzt und zahlst halt nichts oder so. Sondern du kriegst einfach nur, wenn du Ausrufezeichen Play eingibst, kriegst du eine Murmel. Und wenn wir gleich ein paar Slots voll haben, guck mal, jetzt sind wir schon bei 91 Murmeln, dann bestimmen wir gleich einen glücklichen Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin, die was bekommt. Ist doch geil, oder? Oh gut, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Und das Geilste ist, man kann das dann immer so schön kommentieren. Das macht mir immer große Freude, muss ich sagen. 107 Murmeln. Ich weiß, du denkst, what the fuck, was passiert hier? Aber so ist das halt. Auf einmal wird hier gemurmelt im Stream. Okay, ich lass mich einfach mal drauf ein. Wir haben noch gar kein Twitter-Posting gemacht. Das können wir eigentlich machen, während die Leute hier reinkommen in die Murmelbahn. Wo ist denn mein Telefon? Weißt du das? Nee, ne? Nee. Ich habe hier längst den Überblick verloren. Das ist doch Quatsch. Ich muss das mal, ich glaube, ich habe es in der Jacke. Warte mal. Ja, schau mal. Er sucht. Würde ich mal anrufen. Vielleicht liegt es auch noch am Auto im Stress, dass ich es da liegen lassen habe. Dann ist es jetzt eh egal. Naja, da müssen wir es anders machen. Hey Chat, da müssen wir es anders machen. Da müsst ihr jetzt bei Twitter raushauen. Ich mache nochmal ein Vollbild. Der macht mal einen Screenshot von uns, bitte. Weil ich kann es jetzt gerade nicht bewerben und das wäre so schade. Elsie und Krogi sind hier. Elsie, das ist deine Kamera, da musst du reingucken. Ja, ja. Jetzt macht ihr einen schönen Screenshot und jetzt kommt ihr in den Stream. Twittert das raus oder macht Social Media irgendwas, dass die Leute jetzt nochmal reinkommen. Wir wollen gleich noch musizieren und das ist quasi mein Highlight, also vielleicht auch euer Highlight. Also teilt das jetzt. Das wäre doch ganz geil. Erstmal wird jetzt gemurmelt. So. Okay, geil. Ich bin gespannt. Ja, auf jeden Fall. Okay, Leute, wir sind 133 Murmeln.
Und ich würde sagen, viel mehr werden wir nicht, weil sonst hättet ihr jetzt die Chance gehabt, wo ist hier der Chat? Da ist der Chat. Ich hol dir mal raus. Sonst kann ich ja hier nichts. Hallo? Also jetzt bin ich hier auch lost. Da ist er wieder. Nur jetzt ist er zu... Hallo? Zu klein? Jetzt hast du zwei. Du siehst, was ich meine, ne? Siehst du das Problem, was ich hier habe? So, jetzt können wir es sehen. Also, abwarten und überraschen lassen, Elsie, wird von Revolver 7 geschrieben. Also, es wird auf jeden Fall cool. Okay, es schreiben aber noch Leute, dass sie mitspielen wollen. Ausrufezeichen Play. Wir haben gleich 150 Teilnehmer oder Teilnehmerinnen. Ja, komm, 150. Wenn wir 150 vorhaben, starte ich einfach mal, ja? Summe, Summe. Okay, alles klar, los geht's. Erste Mummelrunde. Wie gesagt, ihr könnt was Cooles gewinnen. Die Person muss gleich schreibwillig sein, das sage ich schon mal. Aber das ist wirklich nichts Schlimmes. Kriegen wir jetzt geregelt. Also, los geht's. Aha, die Counter ist gedroppt. Und jetzt siehst du nämlich, wie die Mummeln runterballern. Und das ist die Mummelbahn. Ah, okay. Und sie müssen... da hinten ins Ziel. Und logischerweise kommt nur eine Mummel als erstes an. Und diese Mummel hat dann gewonnen, weil hinter der Mummel steckt natürlich ja jemand, der zuschaut. Mariadolo ist schon rausgeflogen. Und ja, die prügeln sich jetzt gerade hier, die Mummeln. Und wie du siehst, geht das nur ab. Das ist eine richtige Rangelei. Das ist wie auf einem Konzert, das ist wie der Moshpit. Das ist eine Mischung aus Moshpit und ja. Lottokugeln. Und es ist auf jeden Fall purer Hass dabei. Das kann ich dir sagen. Hier, Mikrovella ist da. Eruli Vuvata 85. Recolon. Das Schwierige an dem Spiel ist tatsächlich, dass wir jetzt hier die Namen vorlesen müssen. Und die Namen sind manchmal gar nicht so leicht. Das ist schwierig. Kamikaze-Cap geht noch. Ja, Kamikaze-Cap geht noch. Guck mal, die sind schon richtig weit. Siehst du das? Wir sind schon hier unten angekommen. Krass. Kamikaze-Cat führt gerade sehr souverän und geht jetzt hier einmal noch durch die Walzen und macht das wirklich nicht schlecht. Und ist tatsächlich... Alter. Und, aber warte. Ist hängen geblieben. Aber jetzt glaube ich... deutlichen Vorsprung. Mikrovella direkt hinterher. Ja, wir haben einen Sieger. Oder eine Siegerin. Kamikaze-Cat würde ich jetzt weiblich deuten, weiß man aber nicht ganz genau. Könnte sein. Dementsprechend auf jeden Fall, Kamikaze-Cat hat gewonnen. Kamikaze-Cat, also das Rennen ist vorbei, Leute. Die anderen haben verloren. So, und jetzt kann man noch gucken, welche Mummel sich gar nicht angestrengt hat. Das ist auch immer schön zu wissen. Hier, Caro zum Beispiel. Ganz liebe Moderatorin hier vom Kanal. Strengt sich jetzt bei Murmel nicht so an. Die ist weiterhin... Die will gar nicht gewinnen. Die will anscheinend nicht gewinnen. Oder hier, keine Ahnung, Maverick 9966 hat auch gar keinen Bock. Guck mal, wie die hier rumeiern. Eher hinteres Mittelfeld. Es ist wirklich ganz gemütlich. Lupenfieber, so. Finde ich aber einen schönen Namen. Ja, total. Peschnitz, all das, Spliffy 83, Sukkulenten, das sind die Murmeln. Also die machen zwar mit, aber die wollen einfach auch nicht gewinnen. Das ist denen scheißegal. Dementsprechend... Ja, dabei sein ist alles. Dabei sein ist alles. Und gleich gibt es so einen Nebel des Grauens, sage ich mal. Dann, so, da siehst du die Flammen. Die Flammen werden gleich die Murmeln auffressen und zerstören. Und damit ist das Rennen auch vorbei. Und dann haben wir eindeutig, ich kann es halt nicht abbrechen tatsächlich, das hatte ich schon längst getan, aber du siehst, wie die Flammen kommen. Ja, das muss jetzt sein. Das tut doch ein bisschen weh. Guck mal, da verbrennen sie alle. Caro hat sich doch noch drin gehalten, aber jetzt ist zu spät, unverbrannt. Und jetzt kommen die letzten Mummel noch rein. Ja, was sagst du? Mummel ist schon ganz geil, oder? Das ist witzig. Das ist auf jeden Fall Nervenkitzel pur. Ist halt eine gute Methode, um jemanden rauszufiltern. So. Mm. Von den Zuschauern. Ja, faire Chance. Absolut, absolut. Die Mummeln waren alle gleich scheiße hier. Das muss man ganz ehrlich sagen. So, jetzt kommt rein jetzt, Leute. So, vielleicht schafft es bis dahin blöd noch. Ich bin mir nicht sicher. Rocket Beans TV schreibt schon, was passiert hier? Ja, was passiert? Wir murmeln. Elsie murmelt hier. Wir wurden geraided. Alter Schwede. Elsie, wir haben 1600 Zuschauer, Elsie. Stell dich mal. Fette Nummer. Ja, guck mal. Da ist Elsie. Hier, hallo, guck da mal rein. Moin, Leute. Richtig geil. Wir machen gerade jemanden von euch glücklich. Und zwar Kamikaze Cat. Richtig geil. Na, clear. Hallo, Rocket Beans TV, wie nice. Hallo, Elsie. Guck mal, Sender schreibt, hallo, Elsie. Hi, Sender. Ja, so musst du es machen. Warst ja auch schon im Moin Moin. Also, ja. Die Verbindung ist ja auf jeden Fall da. Und Elsie zeigt mir gleich noch ein bisschen ein paar Dudelsack-Skills. Und wir wollen noch mal natürlich musizieren. Aber Elsie hat ein Geschenk mitgebracht, beziehungsweise sein Plattenlabel. Und das wollen wir jetzt eben verteilen. Ja, ja? Deswegen, Kamikaze Cat, ganz ehrlich, bist du da? Ich habe deinen Chat auf, du hast Juhu geschrieben. Kamikaze Cat, mit dir muss ich jetzt kommunizieren, das ist ganz arg wichtig. Und zwar folgendes. Du guckst jetzt, was ich tue. Und du musst mir später, das ist die Bedingung, du musst mir später deine Adresse über eine... persönliche Nachricht schicken. Oder Caro hier. Caro ist ja auch im Chat und nimmt immer alles auf. Du kriegst jetzt Folgendes. Pass auf, ich sehe deinen Chat
Und wir gehen jetzt mal hier auf die Website, das habe ich schon vorbereitet. So, schenkemusik.de heißt die Website von deinem Label. Ja. Und jetzt kriegst du, Kamikaze Cat, jetzt kriegst du Musik. Pass auf, wir fangen an. Und jetzt musst du sagen, wen willst du beschenken? Feste Freundin, fester Freund, Freundin, Mama, Papa, Oma, Opa. Liste geht noch weiter. Ich weiß, ich komme da anscheinend nicht hin zur Seite. Aber doch, Tante. Tante oder Onkel. Oder Kind. Oder Kollegin. Ja, mich. Du möchtest dich selber beschenken. Oder die Romanze. Oder Haustier. Kannst du ein Haustier beschenken. Ja, also, Kamikaze Cat, schreib schon. Wen willst du beschenken? Du kriegst, das klappt jetzt wirklich. Das ist kein Scam. Du kannst jetzt gleich wirklich was kriegen. Du musst jetzt nur schreiben, für wen es ist. Also, für dich, da musst du trotzdem was aussuchen. Da musst du sagen, eher... Also, für dich... So egoistisch geht das hier leider nicht. Aber natürlich kannst du es kriegen. Es ist Weihnachten. Du musst dich jetzt nur einmal festlegen, Kamikaze Cat. Ich habe deinen Chat auf jeden Fall noch auf. Schreib schon! Wir wollen es jetzt machen! Komm! Ja, mich, was heißt das? Ich glaube, sie kann sich nicht entscheiden. Ja, was heißt denn ja mich? Heißt das, wir nehmen jetzt, ich weiß nicht, die Katze. Aber Katze? Kamikaze Cat, bist du noch da? Kamikaze ist ja auch eine Katze. Ist eine Katze. Also, Kamikaze Cat. Also eigentlich dein Haustier, ne? Ja, wenn sie jetzt nichts sagt. Ja, aber wir brauchen sie noch. Freund, alles klar. Okay, das hast du lange überlegt. Gefällt mir. Ich nehme jetzt mal einfach Freund. Alles klar, weiter geht's. Was für Musikstil möchtest du verschenken? Pop, Rock, Hip-Hop, R&B, Blues, Funk, Metal. Ist aber, also die machen, das ist schon geil, was hier abgeht gerade. Klassik. Bin gespannt, was da rauskommt. Dance LZ. Haben wir noch. LZ. Elektronisch. Ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, ja. Indie, Soul, Chill-Out und Ambient. Und Gaming haben wir auch noch. Gaming. Funk wird hier verlangt. Ich weiß nicht, Katze, was geht ab bei dir? Ich habe schon mal Klassik für dich ausgewählt, das möchte ich natürlich nicht. Das ist ja voll kompliziert. Man muss Musikrichtung auswählen. Ich finde das richtig nice gerade. Ey, du bist ja glücklich gemacht, Katze. Das ist doch geil. Rock. Okay, Rock. Rock wird verlangen. Ich glaube, es war ganz vorne, oder? Ja, eigentlich schon. Warum gehe ich nach hinten? Rock ist immer ganz vorne. Rock ist wieder voll in. Weiter geht's. Gute Wahl. Ey, wie viel Geld willst du ausgeben? Meine Empfehlung 70 plus. Du kriegst ein Geschenk. Ist nur so mein Tipp. Ich würde sagen, das Plattenlabel, das kann man auch mal gönnen. So, aber es ist meine Empfehlung. Ja? Kamikaze, sag du einfach mal. Was möchtest du? Also, es ist deine Entscheidung. Ich habe dir nur das im Mund gelegt, was ich machen würde, wenn ich jetzt hier die freie Wahl hätte. Sag einfach. Sag einfach, was du machst. Oder? Jetzt mal ehrlich. Ja, so natürlich. Muss man es machen, ey. Wirklich, so muss man es eigentlich machen. Aber die Entscheidung liegt bei dir, Kamikaze Cat. Was sagt der Chat? Chat, was meint ihr? Schon ein bisschen Geld ausgeben, oder? Rocket Beans lacht sich auch kaputt. Ja, kann man ruhig mal schröpfen. Also ich wollte mal, du kriegst jetzt ein Geschenk, ja? Also nur, dass du Bescheid weißt, Kamikaze Cat. Okay, wenn du es sagst, ja, dann nehmen wir es. Nehmen wir es, oder? Wunderbar. So, jetzt kommen die Ergebnisse. Also entweder... Nirvana Nevermind, 30. Jubiläumsalbum, also Re-Release. Dann haben wir hier Bub, Rolling Stones, Almost Famous Soundtrack, Rory Gallagher, The Beatles. Das sind richtig geile Editionen. Ja. Das ist alles richtig fucking teuer. George Harrison, so, Beach Boys. Kiss, Alter, wie geil. Hammer. Jetzt war ein riesen Kiss-Fan früher. Ich habe 20 Kiss-Alben habe ich gehabt. Hast du die wirklich noch? Hast du die noch? Boah, ich muss mal gucken. Wahrscheinlich im Keller sind irgendwo die ganzen CDs noch. Was gibt's noch Geiles? Frank Zappa, John Lennon, U2, Rolling Stone, Johnny Cash, Paul McCartney. Das sind alles die fetten Editionen. Iggy Pop. Das ist alles geil. Also egal, was du nimmst, es ist alles geil. Aber du musst dich... Guck dir mal alles an. Aber du musst gleich was sagen. Und dann schickst du mir deine Adresse und dann kriegst du das. Queen, U2, Soundgarden. Ganz. Aber muss schon sagen, es ist kein Scam hier, oder? Das ist schon richtig geil. Das ist schon... Das ist echt fett. Das ist echt fett. Das ist schon richtig geil. Dann bin ich jetzt... Hart neidisch. Das sind echt nur geile Sachen. Supertramp, Dire Straits. Ich weiß, es ist jetzt schwierig, Kamikaze. Aber wie gesagt, du kriegst das Geschenk. Deswegen sag einfach schnell was, wenn du dich schnell entscheiden könntest. Guns N' Roses, Queen, alle nice. Rise Against, Steve Miller Band. Guck mal, wie lieb Rocket Beans sind, ey. Wie schön, dass er Freitagabend immer noch quasi Late Nights am Start hat. Krogmann und der Freitagabend können zusammen. Oh Mann, ey. Love it. Vielen, vielen Dank. Ihr seid richtig nice. Richtig geil. Richtig gut. Genieße es, wie gut ihr mich draufbringt in einer sehr schweren Zeit. Danke dafür. Sehr gut. Geiler Gewinn. Das machen wir am Ende machen wir es nochmal.
Weißt du, weißt du, warum wir es am Ende nochmal machen? Damit niemand zwischendurch abschaltet. Ja, das ist ja spannend, weil es muss sich ja lohnen. Kamikaze-Cat, bist du vom Stuhl gefallen? Ich glaube, sie hat ja in den normalen Chat geschrieben. Queen. Ah ja, hier, guck mal. Queen, sehr gut. Jetzt Queen, kommt's. Okay. Da waren ja auch mehrere Sachen. Ne? Mehrere Sachen von Queen. Mal wir gehen mal ganz nach oben wieder. Guck mal. Rolling Stones, George, Kiss, U2, Rolling Stones, Johnny Cash, Zappa, Band, Beatles, Steve Miller, Soundgarden, Queen. Da fängt's an. News of the World wäre Nummer 1 oder At Night at the Odeon? Ja. Ihr wisst Bescheid. Odeon, Limited Super Edition. Oder Queen Studio Collection. Ich würde sagen, aus den drei kannst du dir mal was aussuchen. Das muss reichen. Das muss dann auch reichen. Oh, das sieht, ich ganz ehrlich, das hier, wenn ich das so sehe, ne? Das sieht teuer aus. Das sieht fucking teuer aus. Das sieht in einer richtigen edlen Box aus. Das, ein Haufen Platten. Ja, das sieht. Geiles Buch. Das sieht teuer aus. Die Studio Collection, ja. Alter, ich nehme alles. Ja, Leute, schenke-musik.de. Merkt es euch einfach. Ist geil. Wie heißt die Seite nochmal? Ich sag's nochmal. Schenke-musik, deutsch geschrieben, .de. Ich pall das einmal in den Chat, komm. Du bist hier, dann kann man auch mal ein bisschen Werbung machen. Weißt du? So, easy. Geil. So, was? Hier gab's was? Studio Collection, alles klar. Ja, cool, dann sind wir jetzt raus. Studio Collection it is. Kannst du das vermerken? Queen Studio Collection für Kamikaze Queen und Adresse einfach am besten hier über PM oder an Caro schicken. Und damit sind wir da raus und ich gehe ins Vorbild und sage herzlichen Glückwunsch. Richtig geil. Mega. Hammer, oder? Killer. Ja, so läuft das hier. Glückwunsch. So schnell Caro macht das. Clap, viel Spaß damit. Machen wir am Ende nochmal. Erstmal die Anstrengung, das hast du mal Murmeln erlebt. Okay, ja, also ich merke, das ist auch für dich Stress. Ja, natürlich ist es Stress, na klar. Aber positiver Stress. Man will ja die Leute hier unterhalten. So, ich will ja nicht, weißt du, ich will ja auch keinen Leuten zugucken, die keinen Spaß haben. Deswegen natürlich. Ja, Murmeln. Soll ja nicht. Ich bin wach. Das ist das Geilste, ey. Immer schön Nebel rein. Sugar Crow, vielen Direkt Dank. Direkt in die Fresse. Immer mehr. Die kostet 450 Euro. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das klar geht, ey. Ich bin gespannt. Aber irgendwie kriegen wir das schon geregelt. Vielen Dank. Uiuiui. Na gut, so ist es halt. Ja, so, ey, das ist halt. Musst du mit einkalkulieren, wenn du sowas hier im Stream wenn du real sein willst. Der Gacke muss auch legen. Ja, wirklich, ey. Aber jetzt wisst ihr Bescheid. Bleibt also dran. Ich guck gleich zwischendurch, jetzt halte ich mal auf mein Handy, was dein Label so schreibt. Aber es wird schon. Bitterböse. Aber es wird schon irgendwie klappen. Keine weitere Verlosung, bitte. Cut it. Das ist für Streamende. Okay. Lass uns jetzt einmal den Bogen rüberspannen, nämlich auf dein Stuff. Und zwar, du machst Instrumente, du baust die sogar selber, ne? Ja, genau. Erzähl mal, was machst du genau? Ich habe eigentlich vor 12 Jahren angefangen. Also Dudelsack spielen habe ich mit 17 angefangen. Ja. Also vor 18 Jahren mittlerweile. Mhm. Und zum Instrumentenbau bin ich eigentlich dadurch gekommen, dass ich gedacht habe, so hey, bei Instrumentenbauern hat man immer relativ lange Wartezeiten. Gerade aus Service ist halt schwierig, wenn man nicht direkt einen in der Nähe hat. Und davon gibt es halt leider auch nicht wie Sand am Meer. Mhm. Und ich möchte mein Instrument kennen und ich möchte so viel wie möglich darüber Bescheid wissen und auch selber was dran machen können. Ja. Und ich bin dann, nachdem ich nach Karlsruhe gezogen bin, in die Gelegenheit gekommen, einen Dudelsackbauer kennenzulernen. Er heißt Patrick Kraft. Okay. Liebe Grüße gehen raus an Patrick. Patrick ist Dudelsackbauer, Dudelsackspieler und beschäftigt sich hauptsächlich mit schottischen Dudelsäcken. Also das, was man halt so meistens einfach kennt. Ja. Und beim Patrick habe ich sehr lange über die Schulter geschaut. Er hat mir viel in seiner Werkstatt gezeigt, was er wie macht. Okay. Als Gegenleistung habe ich ihm dafür in der Werkstatt geholfen und er hat mir quasi kostenlos gezeigt, wie er Dinge macht und tut und gesagt, welches Werkzeug ich brauche. Das ist wie in einem Rollenspiel bei Computerspielen. Ja. Genau so. Ja, bring mir das und das, ich zeige dir das und das. Genau, das du musst die Aufträge erledigen und dafür kriegst du dann die Skills. Ja, super. Ja, und genau, das war im Endeffekt so das Ding, wie ich dazu gekommen bin, mich damit dann selber zu beschäftigen. Das habe ich mit einem Kumpel zusammen gemacht. Sorry, Alter. Alles gut. der Kumpel hat beim Patrick selber Dudelsack spielen gelernt und der baut auch Dudelsäcke. Ja. Wir sind nach wie vor wahnsinnig gut befreundet miteinander. Cool. Und wir haben uns dann zusammen unsere erste Drechselbank gekauft. Also die meisten Teile am Dudelsack, wie man sieht, die sind rund, lang und das wird alles gedrechselt. Also ich sag mal, so
70-80% der Arbeit ist Drechselarbeit. Mhm. Und da haben wir uns unsere erste Drechselbank gekauft, ein altes, schäbiges Ding aus den 80ern, so für 300 Euro gebraucht irgendwo, und haben das bei meinem Kumpel, da hat er noch bei seinen Eltern gewohnt, in den Keller gestellt und haben da dann angefangen, so rumzuprobieren, mit so Drechselbeitel gekauft und dann... Das ist arschschwer, oder? Also ich glaube, das braucht Übung. Das ist schön formuliert, also, ich habe nie sowas vorher gemacht. Ich habe eigentlich nie eine handwerkliche Tätigkeit gemacht, also auch hobbymäßig nicht. Und ich bin gelernter Mediengestalter. Also ich habe auch. Ich auch. Witzig. Ja, okay. Ja. Ja. Kollege. Ja, und ich habe einfach dann gedacht so, okay, ich habe da Bock drauf. Ich will das wissen, ich will das können. Und wenn man da halt zuguckt, so, dann denkt man erstmal so, ah, so schwer sieht's ja gar nicht aus. Mhm. Sagen wir mal, ich finde, Drechseln an sich ist jetzt auch nicht ein wirklich schweres Handwerk, je nachdem natürlich, was man macht. Ja? Also wenn du relativ einfache Formen machst, dann kann man das relativ gut, easy sich beibringen. Es ist auch relativ ungefährlich, wenn man gewisse Grundsachen beachtet. Beim Instrumentenbau an sich ist es dann das Schwierige, das alles zusammen in Einklang zu bringen, dass es natürlich auch funktioniert und stimmt. So. Eine Form außen zu machen... ist eine Sache, aber das Innenleben und das alles aufeinander abzustimmen, ist halt das Schwierige. Und okay, das verstehe ich. Ja. Ja, und das ging dann halt eben weiter, dass wir dann angefangen haben. Alter Vater! Ihr Geilen! Okay, ich muss mal kurz stoppen. Okay, also. Da hat sich was angestaut. Weiter geht's! Ja, was ist das hier im Studio? Ist doch okay, oder? Ja, absolut. Okay, komm näher. Ja, und dann haben wir halt angefangen, so unsere erste Bandsäge zu kaufen, die erste Bohrmaschine, und das so nach und nach alles erweitert. Und dann haben wir angefangen, uns so die ersten Teile, die relativ simpel an einem Dudelsack sind, so selber zu bauen. Und dann haben wir Sachen, die wir selber ja gekauft haben, haben wir dann gebraucht verkauft und haben von der Kohle wieder Geld investiert. Und haben immer wieder alles reinvestiert, bis wir dann uns selber unsere Instrumente bauen konnten. Hammer. Und in der Zeit, da habe ich auch noch neben der Band auch noch als Küchenhilfe gearbeitet, weil es damals nicht gereicht hat, so, und alles immer wieder Kohle reingebuttert, bis ich dann auch so meine eigene Werkstatt dann gemietet habe. So, mein Kumpel wurde es dann doch eng. Das ist eh hart, der Übergang vom Hobby, oder man macht es mal so peu à peu zum, okay, ich zahle jetzt Miete für eine Räumlichkeit, weil da musst du ja auch was liefern. Das ist ein schwieriger Prozess, meiner Meinung nach. Ja, klar. Ja, also irgendwann bist du dann halt auch im Zugzwang, dass Kohle reinkommen muss, sodass du dann das überhaupt weiter fortführen kannst. Und das ging am Anfang recht gut, dass ich sagen konnte, ja, ich kann das so low-level halten mit meinen ganzen Fixkosten, dass wenn ich auch mal nichts mache oder keine Zeit habe, weil ich mit der Band viel unterwegs bin, dass es dann auch mal liegen bleiben kann und dass es dann nicht schlimm ist, wenn da jetzt mal nichts passiert. So. Ja, und, cool. Aber im Endeffekt ist es mittlerweile jetzt schon so weit, dass ich da, dass ich da auch liefern muss, und ich habe auch Bock drauf. Ich will, dass das Ganze wächst und gedeiht, und will so viel möglich Dudelsack-Terror in der Welt verbreiten. Der Mann ist gut, der Mann ist gut. Dudelsack-Terror! Ja. Mach da ein T-Shirt von, hört sich gut an. Okay. Ja, habe ich eh geplant irgendwann. Dudelsack-Terror, Leute. Zuerst gehört bei ihm. Macht das nicht nach. Einfach klasse Krogi. Wunderbare Show und echt interessanter Gast und interessante Gespräche. Danke, Chat. Mach weiter so. Vielen Dank. Das war der Chat mit der Wortmeldung. Chat ist gut drauf heute, merkst du das? Mega. Ja, geil. Freut mich. Dudelsack. Hashtag Dudelsack. Yes. Bis der Sack platzt. Ja, meine Frage aus dem Chat zwischendurch. Mal gucken, was da steht. Mal gucken. Okay, pass auf. Das ist eine gute Frage für dich. Und zwar schreibt Leutzien wahrscheinlich. Mal eine Frage an Elsi. Hast du eine Seite oder wie kann man dir den Dudelsack schicken zum Restaurieren? Hab einen, der ist uralt und aus Irland und wahrscheinlich muss er mal restauriert werden. Das ist wahrscheinlich. Ja, einfach mir mal eine Anfrage schicken auf meiner Webseite cs-backpipes.com. cs-backpipes.com. Guck mal, ist das richtig? Ist es richtig? Da drauf gehen. Jo. Genau, da sind ein paar Infos über mich, Infos über die Instrumente, die ich baue. Das wird auch immer mal ab und zu aktualisiert. So. Da ist auch ein Blog, wo ich jetzt mal wieder demnächst Beiträge machen werde. Und da ist ein Kontaktformular und da könnt ihr mir auf jeden Fall schreiben. Mega, super cool. Ja, ey, macht das auf jeden Fall oder kauft euch einfach einen neuen Dudelsack. Im Zweifelsfall muss man das. Also es gibt leider wirklich, dass wir den Fehler machen, viele Anfänger, dass sie sich einfach irgendwo bei eBay irgendwas bestellen. Und erstmal nicht wissen, so, was ich weiß nicht, was ist das Richtige, was brauche ich jetzt genau? Ich habe keinen Plan, weil
es ist ja jetzt auch nicht, sagen wir mal, so eine große Bass da, dass man jetzt unbedingt jeden ansprechen kann. Nicht wie mit Gitarre, ja. Du kannst ja nicht einfach so in Gitarrenladen gehen in deiner Stadt oder in Musikladen und dich beraten lassen. Das spielen sie alle. Ja, das musst du. Ja, okay. Nee, klar, logisch. Ja, und da machen halt viele, die wollen halt auf eigene Faust was machen, ist ja auch richtig. Aber viele sagen dann, okay, ich will erstmal nicht viel Geld ausgeben, weil ich weiß ja noch nicht, ob es was für mich ist. Leider wird halt viel Murks angeboten und viel Scheiß verkauft, der halt so schlecht produziert ist, industriell produziert ist, dass du da keine Chance hast, einen vernünftigen Ton rauszubringen. Also, wo du nicht mal schaffst, teilweise den Ledersack aufzublasen, wenn es überhaupt Leder ist. Selbst manchmal du ist als nur, Profi hast die Probleme. Ja, also okay. Es ist einfach nicht möglich mit diesen Dingern. Also, und da, Scam! Und da fragt man sich dann halt natürlich als Anfänger, liegt es jetzt an mir oder liegt es am Instrument? Ne? Mhm. Und da ist es halt eben gerade als Anfänger wichtig, mit einem gescheiten Instrument anzufangen, dass man weiß, okay, Fehlerquelle, Instrument ist es nicht, also muss ich irgendwas anders machen und gucken. Ey, darf ich da kurz was dazu sagen? Ja. Ey, das ist, ich mach's mal kurz so. Das ist so interessant, weil als Schlagzeuger sag ich Leuten, die mit Schlagzeugspielen anfangen wollen, was ganz anderes. Weil du kannst natürlich rein mechanisch auch mit Töpfen oder so das üben, was natürlich scheiße klingt. Aber theoretisch, wenn du ein günstiges Schlagzeug nimmst, mit okayen Fällen drauf, wirst du Schlagzeug spielen können. Ja. Und das ist hier was komplett anderes. Da muss ich mich auch dran gewöhnen und umdenken, weil natürlich ein gutes Instrument auch dazu beiträgt, dass du es überhaupt erst spielen kannst. Ja, also das ist bei Drums komplett anders tatsächlich. Ja. Also da geht es jetzt noch gar nicht mal drum, ob das jetzt wirklich laut ist oder ob es wirklich intoniert ist, also ob die Töne wirklich alle stimmen, sondern teilweise sind die Dinger so schrottig produziert, dass du da keine Chance hast, auch überhaupt nur einen Ton rauszubringen. Also nicht mal ich, niemand. Okay, so, es ist einfach physikalisch mit den Dingern nicht möglich, weil es wirklich viele Sachen gibt, die einfach passen müssen, damit das ganze System in sich funktioniert. Viele Komponenten. Also der Ledersack muss dicht sein, dass du die Luft drin halten kannst, sonst drückst du dir einen Wolf. Also da geht mehr Luft raus, als du reinpusten kannst dann. Genauso müssen die, also wir haben hier den Ledersack, ne? Das ist genau. Also das ist jetzt so im Mittelalterbereich so das Klassische oder auch so traditionell das Klassische, ein Ledersack. Jetzt so in den europäischen Breiten. Guck mal, Lampe. Und mittlerweile gibt es da auch moderne Sachen. Also die Schotten verwenden teilweise auch Gore-Tex. Ach wirklich? Ja, gibt es mittlerweile auch Gore-Tex-Säcke. Die sind dann mit Kunstleder beschichtet. Innen drin ist Gore-Tex. Und du hast dann außen einen Reißverschluss drauf, einen Taucherreißverschluss. Ach. Der dann das Ganze luftdicht macht. Und dann kannst du da ein Trockensystem einbauen, was halt deine Atemfeuchtigkeit aussagt. Wirklich? Ja, aber das kannst du auch als Regenjacke benutzen wahrscheinlich. Ja, ein bisschen eng. Also zumindest als Kopfbedeckung, ja. Geil. Ja, gibt es mittlerweile alles. Also die Schotten sind da halt sehr fortschrittlich, weil es ist ja auch eine große Szene. Gerade die schottische Dudelsack-Szene ist eigentlich so, denke ich mal, global so die größte, die es gibt. Ja. Und da gibt es mittlerweile echt Hightech-Sachen. Ey, Chat, ohne Scheiß, das ist doch super interessant. Du hast ein ganz altertümliches Instrument wie ein Dudelsack und dann hast du so ein Gore-Tex-Hightech-Material und bist einfach der krasseste Highlander, weil du einfach nur Power hast, ey. Ja, das ist echt mega. Also bei denen ist es auch nötig, weil wenn du in Highlands spielst, kalte Luft, warme Atemluft, ist der Temperaturunterschied größer. Dadurch hast du mehr Kondens oder Kondensat, mehr Kondensflüssigkeit. Und dementsprechend saugt sich das ganze Ding noch mehr mit Wasser voll. Und ist dann irgendwann nicht mehr spielbar. Genau, weil irgendwann, also Feuchtigkeit ist irgendwann ab einem gewissen Level ein großes Problem, weil deine Rohrblätter, die ja so das Herzstück vom Instrument sind, das sind die Dinger, die den Ton erzeugen, die da drin sitzen, die sind bei gewisser Feuchtigkeit halt, werden die schwach. Also das kann sein, dass sie dann zugehen, dass gar kein Ton mehr rauskommt. Ist uns auch schon live passiert. Ehrlich? Ja, dass dann auf dem Weihnachtsmarkt oder sowas auf der Bühne dann einfach du da so viel rein. Die Band ist scheiße! Ja, das ist, weil der Laie, der sieht's halt nicht. Nee, warum spielen die jetzt nicht? Der ist ja besoffen, was hat er gemacht? Ja, für Glühwein. Ja, aber es liegt oft dann auch am Instrument. Es ist halt sehr feinfühliges Ding und deswegen ist es wahrscheinlich auch, sagen wir mal, nicht so verbreitet, weil es eben irgendwann mehr ausgestorben ist, so aus der klassischen Musik. Können wir das Ding, weil ich brauche das auch und ich habe es jetzt auf Video, wenn du es für mich machst, können wir das Ding einmal auseinanderbauen?
Ja. Und du setzt es einmal zusammen und sagst ein paar Worte dazu. Ja. Das wäre richtig geil. Habt ihr Bock drauf, Chat? Weil ich brauche das. Das ist jetzt mein Dudelsack und ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, wie ich das Ding auseinanderbaue, was wichtig ist. Komm, Elsie, das machen wir jetzt. Jo, alles klar. Wir haben hier einen Tisch. Komm, wir machen das mal hier alles auf dem Tischchen. Du musst doch was trinken zwischendurch. Nicht, dass du hier verdurstest. Ja, ich hab schon. Liegt wahrscheinlich auch mit am Nebel. Nee, der Nebel ist gesund. Das wissen alle. Das hier ist ein Tisch, Leute. Das ist ein echter Tisch. Ich muss sagen, ich vermisse es auch. So, das ist so das, was auf der Bühne ja, ich weiß. Sehr präsent ist. Nebel ist Leben. Ist so, Nebel. Ja, ja. Ich mache ihn auch jetzt direkt wieder an. Ich habe ihn nur kurz ausgemacht, weil ich dachte, jetzt läuft er ewig. Und dann sehen wir, ich mache ihn direkt wieder an, Elsie. Wahrscheinlich geht es jetzt direkt weiter. Ja. Ey, wer von euch ist hier, um zu sehen, wie zwei Männer am Sack dudeln? Sagt's mir, Chat. Eins in Chat. Ich will's jetzt wissen. Warten wir kurz ab, was der Chat sagt, ja? Also, das muss ich kurz noch wissen. Eins, da kommen die ersten Einsen. Ja. Alles klar. Ja, gleich kommt Nebel rein, Bock. Doku sagt. Ja, da kommen die Einsen rein, siehst du? Dudeln mal. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ja, also, die Leute wollen auf jeden Fall die Dudelei sehen. Gut, dann bauen wir den Scheiß jetzt auseinander. Jo, alles klar. Also, kriegen wir dich denn hier drauf? Hier vielleicht. Ja. Grundsätzlich, ja, es ist. Ein Dudelsack ist ein Bordun-Instrument. Ein Bordun-Instrument. Bordun-Musik bedeutet, wir machen Musik zu einem gleichschwebenden Ton. Also okay. Wir haben einen gleichschwebenden Ton und um diesen Ton pendelt unsere Melodie. Das heißt, wir spielen eigentlich immer in einer Tonart. Ja. Und die Spielpfeife vom Instrument ist auf den Bordun abgestimmt. Verstehe. Das heißt, wenn du Töne spielst, passt es eigentlich immer zum Instrument. Das heißt, okay. Du kannst immer frei improvisieren, egal was du machst, es klingt eigentlich in sich erstmal nicht schief. Okay. So, also vorausgesetzt, du hast das Instrument natürlich gestimmt und es stimmt in sich. ja, es ist alles gut. Ich habe gemerkt, erstmal Sack. Weiß ich, Bordun-Instrument. Genau. Das heißt, eine von den Pfeifen ist die Bordun-Pfeife wahrscheinlich? Oder sind alles genau. Ja? Also wir haben jetzt hier an deinem zwei Bordun-Pfeifen. Ah ja. Und das sind die großen Dinge, die du auf der Schulter liegen hast. Mhm. Es gibt auch andere Dudelsackarten, da hat man die quer über dem Schoß liegen oder die hängen halt runter oder stehen nach vorne. Gore-Tex, das ist, ja. Es gibt, Gore-Tex, es gibt weltweit über 200 verschiedene Dudelsackarten. Na, weg, zieh kein Scheiß. Ja. Es gibt nur ein Schlagzeug, verfickte Scheiße. Aber die Dudelsackspieler, das sind ja die Besonderen. Ja, das ist, ja, es ist halt... ich habe gelesen, auch diese Übungspfeifen, ne? Ja. Die sind ja fucking teuer schon. Also wenn du eine gute Übungspfeife haben willst. Ja, weil ein Instrument, also gerade diese Instrumente, die müssen halt wirklich angepasst sein. Also es muss wirklich aufeinander abgestimmt sein, Ton für Ton. Deswegen, die kannst du halt nicht so CNC fertigen. Also es wird gemacht, so bei Schotten gibt es halt auch Highland Bagpipes, die halt aus der CNC-Fräse kommen. Wo die Teile maschinell hergestellt werden. Aber die Löcher zu bohren, das muss alles immer noch von Hand aufeinander abgestimmt werden, weil auch wenn es das gleiche Material ist, kein Instrument ist immer wie das andere. Mhm. Du kannst nicht sagen, also ich beispielsweise, ich baue jetzt so eine Spielpfeife, ich nehme die jetzt einfach mal ja, raus. Ja bitte, das wollen wir eh machen. Das eines, oh Gott. Nee, das hast du zusammengeflickt. Deine Kraft, die jetzt wirkt. Ja. Mach das. Nee, warte. Du kannst sie einfach rausziehen, ja? Das geht. Ja, genau. Also das sind alles Zapfenverbindungen und ich drehe die immer raus. Also nicht drücken und ziehen, sondern man dreht das so nach und nach. Kurz, ich mache das schnell mal scharf, dass wir genau sehen. Genau, da sehen wir jetzt das Rohrblatt, was da drin steckt. Das gelbliche Ding mit der schwarzen Wicklung. Das ist das Herzstück unseres Instruments. Das ist Wichtigste und es ist leider gottverdammt auch das empfindlichste Teil. Ja. Okay, ah, ich verstehe. Und dieses Blatt, das kann ich jetzt hier auch mal rausnehmen. Mhm. Ich mache genau. Und ich stimme den Dudelsack, indem ich dieses Rohrblatt weiter reinstecke oder weiter rausziehe. Ach so, wirklich? Ja, also indem ich es weiter reinstecke, mache ich die Pfeife höher. Wenn ich es rausziehe, mache ich es tiefer. Weil es die Luftsäule verlängert oder verringert sozusagen. Genau, ja, genau. Okay. Verlängert oder verkürzt. Ja. Und das gleiche machst du ja beim Spielen. Ja. Indem du die Finger hochnimmst oder runterlegst. Eben die Löcher zuhältst. Genau, und dadurch verlängerst oder verkürzt du die Luftsäule. Das heißt, je mehr Finger wir hochnehmen, desto höher wird unser Ton. Okay. Genau, das ist das Grundprinzip. Wie heißt das? Spielpfeife? Genau, das ist die Spielpfeife. Oder Chanter. Chanter im Schottischen. Reed oder Rohrblatt. Okay.
Wir sind natürlich hier im Schottischen. Wir wollen einfach hier real gehen. Wir sind hier im Mittelalterbereich. Wir sind fucking im Mittelalter. Wer hat Schottland gesagt? Raus! So. Es ist ein Mittelalter-Dudelsack, den du hast. Ja. Also selbst da, die Szene ist noch relativ jung. Da gibt's, da streiten sich immer noch viele Leute über den Begriff, ist es eine deutsche Sackpfeife, ist es ein Mittelalter-Sack, ist es ein Marktsack? Viele sagen auch Arschwein dazu, weil es hat die Standardtonart ist A. Deswegen ist es ein Arschwein. Also wenn ich jetzt mit dem Dudelsack, ja, zu den Highland-Treffen gehe nach Schottland, ja, werde ich hart vermöbelt, meinst du? Das kann gut passieren, ja. Ich sag mal. Ich will das machen, Chat. Jetzt will ich direkt dahin nach Schottland mit dem Dudelsack. Also es gibt da wirklich auch so in manchen Kreisen so Beef untereinander, weil also viele der schottischen. Mein Dudel ist größer als deiner. Ja, die, sagen wir mal, die haben eine viel krassere, ausgereifte Technik, weil die machen das ja auch schon ein paar Jahrhunderte länger als wir im Mittelalter. Ja. Und da wird halt die Mittelalter-Szene immer gern ein bisschen belächelt, weil die Melodien noch. Sagen wir mal, relativ einfach ist, einfach sind. Ich find's asozial. Ich find's asozial von der Szene. Wirklich. Das ist, ja, Elsie hatte da das Berechtigung hier. Macht mir den Elsie nicht an. Nee. Also da ja, aber das sind. Nee, ich verstehe schon. So Leute hat man halt immer dabei, ne? Klar. Der Mittelalter-Dudelsack ist eigentlich ein Instrument, das gibt's erst so seit den 70er Jahren. 60er, wirklich? 70er Jahren. Also so wie wir das jetzt hier kennen. Das ist ja komplett irreführend, die ganze Bezeichnung. Mittelalter-Dudel, und dann sagst du mal aus den 70er Jahren oder was? Ja, deswegen. Das ist ja also komplett Betrug. Eigentlich muss man es neue. Komplett verarsche. Also eigentlich muss man es neue deutsche Sackpfeifen nennen. Okay. So. Ja. Weil es ist definitiv ein Instrument, was in Deutschland entstanden ist. Was wir hier lernen, ist ja saugeil. Dankeschön dafür. Ja, Leute, zieht das mal rein. Das ist ja nur geil. Ja, ich spiele den Mittelalter-Dudelsack, der in den 70er Jahren entwickelt wurde. Ja. What the fuck? Was ist das denn Geiles? Ja, sagen wir mal so, die ersten Leute, die das Zeug entwickelt haben, das waren auch Leute, die es so aus dem Hobbybereich kamen. Die haben teilweise alte Besenstiele gedrechselt in der Gartenlaube. Und die Dinger sahen halt auch aus wie aus dem Mittelalter. Da war nichts fortschrittlich dran. Ja, okay. Weil es ist halt nicht so verbreitet gewesen. Und also man munkelt so, es kommt alles so aus dem aus der DDR. So, dass da hauptsächlich so der Ursprung ist der ganzen Instrumente. Aber es reicht ja dann. Also es reicht, um Musik zu machen. Ja, also viele Leute haben sich da natürlich Beispiele an anderen Instrumenten genommen, die halt ausgemessen kopiert und geguckt, okay, wie kann ich das irgendwie vernünftig nachbauen, dass ich zumindest irgendwas habe, was ein bisschen archaisch aussieht, wo ich mich auf den Mittelaltermarkt stellen kann und damit Musik machen kann. Ich finde es obergeil. Ich finde es wirklich richtig interessant. Weil also dieses Wissen, was du gerade vermittelst, ich glaube, das findet der Chat auch super interessant, ist einfach etwas, ja, was du erstmal nicht vermutest. Und das ist halt total, total schön. Ja. Gab es übrigens eine Frage von Turi. Hallo Turi, schön, dass du da bist. Turi hat gefragt, ob es auch ganz kleine Dudelsäcke gibt. Also gibt es? Ich weiß nicht, wofür also das braucht. Ich weiß jetzt nicht, wie klein er meint. Aber gibt es ganz kleine Dudelsäcke? Ja, ich habe sogar einen dabei. Wirklich? Ja. Turi, Elsie hat für dich einen Dudelsack dabei. Turi, ey, freust du dich? Komm, freu dich. Das ist doch richtig geil. Hammer. Oh, geil, Punkt, schreibt sie. So. Da haben wir ihn. Ich habe hier auch noch so einen. Der ist ja mini. Turi, der ist richtig klein. Guck mal. Sieht aus wie so eine Ente. Wie so ein, oder? Ja, so klingt's auch. Wirklich? Ja, spiel mal, komm. Ja, das Zeig ist mal. Jetzt ein sogenanntes Hümmelchen. Hümmelchen? Ja. Das wird auch gern als Übungsdudelsack benutzt. Das ist jetzt, das ist wirklich ein altes Instrument. Weil das ist wirklich nachweislich so aus der Renaissance-Zeit, aus dem Barock. Okay. Da gibt es Aufzeichnungen, Pläne, wie man das gebaut hat, wie die gestimmt waren. Das hat Michael Praetorius alles mal irgendwann aufgezeichnet, 1500 irgendwas. Okay, also wirklich alt. Und Jetzt sagst du 1960, ist es sauer als 10 Jahre also, älter. Also das Ding ist wirklich geschichtlich gesehen älter als diese großen Marktsacktröten. Okay. Und dieses Hümmelchen ist super dafür geeignet, als Übungsdudelsack damit anzufangen. Weil es halt, leiser ist wahrscheinlich. Es ist klein, es ist leise, es ist leicht und es ist jetzt auch nicht ganz so hässlich intensiv wie jetzt ein großer Dudelsack. Darf ich's die Stockente nennen? Ich würde es gerne chatten. Wollen wir es die Stockente nennen? Wer ist dafür? Ich weiß nicht. Elsie hat keinen Bock, dass wir es die Stockente nennen. Aber Hümmelchen ist auch sweet. Aber guck mal, da kommen schon die Enten rein. Siehst du das? Ja. Da kommen schon die Enten rein. Schick mal alle eine Ente. Ja, die Barockente ist auch gut. Barockente gefällt mir auch gut, ja. Aber...
Wunderbar. Okay, Leute. So, okay. Ich mach's mal weiter. Ja, spiel weiter. Pass, Nebel. So, es ist jetzt erstmal noch relativ kalt. Ich hatte es jetzt den ganzen Tag im Auto. Ja. Und normalerweise. Ah, ja, oh ja, tatsächlich. Ja, so also, es. Gut, jetzt so macht es nichts, aber wenn ich normal auf Auftritten bin, sorge ich dafür, erwärmen, dass die Dinger sich erstmal erwärmen, akklimatisieren. Ich auch teilweise warm spiele. Okay, dann ist unser Talk ja heute auch total gut erstmal, bevor wir jetzt direkt gestartet hätten. Ja, genau. Genau. Perfekt. Gut, so. Also, ich habe hier das Mundstück. Wir wollten ja eigentlich erstmal auf die ganzen Bauteile eingehen. Ne, das machen wir gleich. Du spielst jetzt einmal die Stockente. Einmal die Stockente spielen für den Chat. Aber auch feiern. Herzen und so. Genau. Enden. Elsie, du bist ein Gott. Du bist ein fucking Gott. Ey, ohne Scheiß, ich krieg direkt Bock. Weiß ich nicht, es ist einfach nur geil. Du bist jetzt gleich da nach hinten. Ey, Alter, ist das hammergeil. Chat, jetzt mal ganz ehrlich, ist das schon geil? Super nice. Ja, also du kannst mit dem Teil, kannst du halt wirklich schon alles genauso machen wie mit dem großen Dudelsack. Ja, warte, ganz kurz warten. Ich weiß, ob du es bemerkt hast. Ja, ich nutze das als Bierpause. Da ist jemand ausgerastet. Ey, Turi hat's erklärt. Du hast gesagt, wir müssen noch Bauteile erklären. Turi hat gesagt, eine Ente, vier Stöcker dran, fertig. Ja, vielleicht sind so früher die ersten wirklich entstanden. Ne? Du bist übrigens weit vorne im Sack-Game, wird dir geschrieben. Oh, danke schön. Okay, dann haben wir das schon mal kurz mit eingeworfen. Danke, Ture, für die Frage. Kurze Exkursion. Zurück zum Bauteil erklären. Jo, alles klar. Ich wiederhole jetzt. Wir haben die Spielpfeife, das ist dieses Gerät hier. Ja. Es ist die sogenannte, das ist der Mittelalter-Dudelsack mit der Wurzel in den 70er Jahren. Ja? Genau. Das ist Scam, der Scam-Dudelsack, wie ich ihn gerne nenne. Und wir haben das Rohrblatt hier oben, das ist das wichtigste Teil. Und man kann es rausziehen oder wieder reindrücken und damit verlängert man die Luftsäule, um ihn zu stimmen. Genau, richtig. So, da waren wir. Und den Sack kenne ich schon. Genau, den Ledersack. Den Ledersack. So, und dann haben wir hier ganz groß die Bordun-Pfeifen. Sind ja bei dem Kleinen auch zwei gewesen, hier sind es auch zwei. Das ist unterschiedlich, das ist je nach Dudelsackart verschieden. Es gibt welche, die haben nur eine Bordun-Pfeife, es gibt welche, die haben zwei, drei, vier. Ist es so, also ich stelle mir vor, je mehr Pfeifen da drin sind, desto mehr Kraft brauche ich auch später. Also wenn ich jetzt vier habe, brauche ich wahrscheinlich mehr Power als mit zwei Pfeifen? Ja. Also es braucht schon, du brauchst schon mehr Luft. Ja. Du brauchst schon definitiv mehr Luft. Aber es ist jetzt nicht so krass, sagen wir mal. Also es ist eher jetzt ein Umstieg, wenn du jetzt mit so einem kleinen Dudelsack anfängst, der wirklich wenig Druck braucht, dann so ein Ding, was wirklich viel mehr Druck braucht zu spielen. Also da macht dann jetzt eine zweite Bordun-Pfeife nicht mehr so viel aus. Mhm, okay. So, genau. Also meistens hat man, wenn man jetzt zwei Borduner hat, dann auch immer noch so einen Stöpsel, dass man den zumachen kann, geil, dass man nur mit einem spielt. Deswegen habe ich das. Genau. Das ist mein Stöpsel? Genau. Ich hab wirklich... Jetzt halt dir mal die Fresse, Chef! Sie kann doch nicht arbeiten hier. Dudelsack-Liebe. Okay, ja. Ja, okay. Und hier ist es genauso, den Bordun, die Bordun-Pfeife, die stimmen wir, indem wir die Teile hier weiter zusammenschieben oder auseinanderziehen. Das habe ich jetzt bei dem Kleinen auch gerade gemacht. Das heißt, das machst du immer, ja? Ja, also das muss ich machen, weil im Endeffekt muss ich den Bordun an die Spielpfeife ja anpassen. Also wenn jetzt beispielsweise hier bei der Spielpfeife das A mein Grundton ist, ja. 440 Hertz, ja, dann muss ich den Bordun auch auf A 440 Hertz einstimmen, weil sonst sind die Schwebungen so untereinander, da hast du dann irgendwie 30, 40 Cent Unterschied und das klingt dann einfach schrecklich, wenn dein Bordun-Ton, zu dem du spielst, der muss ja immer harmonisch sein, klar, wenn gerade der Grundton nicht harmonisch ist. Das kannst du nur scheiße sein. Ja, das genau, musst du uns gleich zeigen, wie das geht. Ja, das mache ich. Aber erst noch die Einzelteile zu Ende, das heißt zwei Bordun-Pfeifen. Genau, der besteht jetzt hier, also mindestens eine Bordun-Pfeife ist an jedem Dudelsack drin. Ja. Weil jeder Dudelsack ein Bordun-Instrument ist. Ja. So, hier haben wir auch ein Rohrblatt drin. Oh.
Hier war mal ein Rohrblatt drin. Ich glaube, das passiert auch oft, dass das Ding einfach jetzt hier im Sack verschwunden ist. Okay. Oder hast du noch irgendwo Teile? Du hast mir was mitgegeben. Ach so, dann hast du wahrscheinlich nicht alles zusammengesteckt. Ja, das kann sein. Oder? Ja, es passiert manchmal, dass das Rohrblatt, was eigentlich hier drin steckt, dann mal rausfällt und im Ledersack verschwindet. Das ist auch ein Spielpfeifenrohrblatt. Dann muss es da drin sein. Dann ist es wahrscheinlich in den Sack gefallen. Ja. Geil, dann haben wir es verloren, richtig? Nee, nicht alles, was hier im Sack landet, ist auf ewig verdammt. Also es könnte sein, dass es sehr eklig ist, wenn es rauskommt, aber... Ja, gut, aber das hat der Chat kein Problem mit. Ja, das ist im Mittelalter, aber das... Leute, wir haben was im Sack verloren. Es ist schon so, kurz vorm Spielen haben wir schon den ganzen Spaß im Sack verloren. Ja, warte mal, jetzt gucken wir mal die andere Pfeife. Ja. So, da ist es noch drin. So. Genau. Dann lass doch mit der spielen. Lass doch einfach mit der spielen. Ja, also normalerweise haben wir jetzt bei den zwei Bordunen der längere, das ist der Bass. Ja. Und das kleine, das ist jetzt eine Quinte in dem Fall. Es gibt auch manchmal eine Oktave. Eigentlich ist wichtig, dass der Bass immer läuft. Das ist so kann das man Wichtigste. Das rausnehmen und da rein tun? Das kannst du theoretisch machen, aber die sind auch unterschiedlich groß, die unterschiedlich aufeinander abgestimmt sind. Und hier haben wir jetzt, das sieht man auch ein bisschen schlecht, aber hier ist so eine kleine Aufschlagzunge, die ist aus Carbon. Moment. Aus Carbon? Ja, also manche machen es auch aus Schilfrohr, wie die Spielpfeife. Manche nehmen einfach Kunststoff. Und diese... Hier vorne ist dieses genau. Das ist eine kleine Zunge, die steht hoch und die vibriert und schlägt dann so drauf. Das ist wie bei der Klarinette. Ah, okay. Klarinette oder Saxophon. Das ist ein Einfachrohrblatt. Und was wir in der Spielpfeife haben, ist ein Doppelrohrblatt, weil es ja aus zwei Hälften besteht. Das ist dann wie bei einer Oboe beispielsweise. Ja. Genau. So, jetzt will ich aber nochmal gucken. Jetzt meinst du, es kann sein durch einen Transport oder durch falsche Zusammenarbeit, Zusammenbauen, was ich gemacht habe, sehr laienhaft, dass das darin verschwunden ist. Könnte sein. Könnte sein. Allerdings müsste ich es dann hier auch irgendwo hören. Ja. Wie gesagt, ist es schon passiert. Irgendwie merke ich es gar nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob es überhaupt... Aber... Ich glaube, ich hab's. Wirklich? Ja. Ich hab was gefunden im Sack. So, jetzt müssen wir das nur irgendwie. Ey, ohne Scheiß, Teile. Ist doch jetzt schon eine geile Folge, ey. Elsie pullt die Scheiße aus dem Sack raus. Das ist ganz geil. Ja, also das ist gut, dass sowas passiert, weil kann man das sind auch die Videos. Das sind die Videos, die man sehen will. Man will sehen, okay, was geht richtig ab bei den Dudelsack. So eine Scheiße beschäftigt mich die ganze Woche. Immer hier cool abgehen auf der Bühne, das können sie alle, aber mal am Sack pullen und gucken, was da los ist. Das wollen wir sehen, Chat, oder? Jetzt mal ehrlich. Könnt ihr bitte beide jammen? Ja, gleich. Wir müssen einfach was aus dem Sack holen, meine Fresse. Ja, das müssen wir jetzt so oder so machen. Ich möchte das mehr zeigen, was du hast. Ich hoffe, es geht jetzt nicht kaputt. Naja, gut, aber dann passiert es halt. Ich meine, wenn es da drin gefangen ist, dann muss es da raus. Im Chat geht übrigens viel ab, was bei den Kelten so abgeht und so. Keine Ahnung, was wir gerade für Themen hier angesprochen haben. Aber ist schon okay. Du machst das schon sehr gut. Das ist dir wirklich auch schon mal vor dem Auftritt passiert? Das ist mir während eines Auftritts passiert. Während des Auftritts. Ja, und zwar auch das Spielpfeifenrohrblatt. Das ist mir aus der Spielpfeife in den Sack gefallen. Das heißt, du bist bereit zum Einsatz, du pumpst den Sack auf, drückst mit deinem Ellenbogen auf den Ledersack und merkst, es macht. Ciao, Leute, ich hole mal Wurst aus dem Auto. Sorry. Ja, da geht einem ganz schön fuck in die Muffe. Das Konzert war sehr lustig. Hotlinen war da anscheinend. Ah ja, das kann es sein? Sehr schön. Ist, war in Deutschland, ja, kann sein. Ich überlege, wo das war. Einmal kurz, damit wir wissen, also es gibt keine coole Erklärung, außer dass du gerade versuchst, das irgendwie durch so ein Loch zu prökeln, richtig? Genau, weil ich kann den Sack jetzt nicht aufschneiden. Okay, cool. Also will ich jetzt nicht. Nee, das ist auch lieb. Haben wir reelle Chancen? Ich habe eventuell auch noch ein Ersatzrohrblatt dabei. Nee, haben wir reelle Chancen, dass es rauskommt, meine ich? Ja. Ja. Viel Zeit wahrscheinlich. Nee, ich muss einfach nur den Winkel hier treffen. Das ist hier, Leute, ich weiß nicht, was ihr seht, aber guck mal, das ist die harte Wahrheit. Wir haben ja nur ein bisschen Zeit. Das ist die harte Wahrheit des Dudelsackspielens.
Ja. Da, wirklich, das ist die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. Der Klasse. Nee, das ist kein Vorführeffekt, das ist ja mein Dudelsack. Und der hat ja schon restauriert, wie gesagt. Und ich habe ihn ja ganz sicher falsch zusammengebaut. Und ich habe irgendwas nicht beachtet. Das kann immer passieren. Das kann, du bist zu nett. Sag einfach, das lasse meiner Dummheit liegen. Ohne Scheiß, ich bin mir sehr sicher. Nee, also wie gesagt, mir passiert das ja auch. Das kann sein einfach, wenn sich die Temperaturen verändern, dann arbeitet das Holz oder das Material ja auch. Und das ist ja, das Rohrblatt ist ja genauso wie alle anderen Teile zusammengesteckt, also ist ja auch nur reingesteckt. Ah, da ist es. Erden. Das ist ja nur krass. Es ist ein bisschen... Alter, das zeige ich euch. Was ist das? Ist das tierisch? Was ist das? Ja, ist es. Okay, cool. Es ist wirklich tierisch. Das, was da drin ist, was da jetzt dran klebt... Ist Blut. Nein, das ist Dichtmittel. Ah ja, okay. Wir wollen nicht weiter darauf eingehen, okay? Doch, das ist nämlich auch ein wichtiger Bestandteil des Dudelsacks, okay. Wenn wir schon bei den Bestandteilen sind. Aber erstmal F, oder? F, Chat, er hat's rausgekriegt. Richtig krass. Richtig krass. F heißt immer, es kommt aus der Call of Duty-Sprache. Ja? F heißt, wenn du jemandem Respekt zollst. Okay. Also dann hast du wirklich alles richtig gemacht. Da kommen deine Fs rein. Also es ist wirklich sehr, sehr positiv gemeint. Geil. Ja, da kommen die Fs rein. Freut mich. Ja, geil. Chat. Ja. Ja, okay, Elsi, was machen wir jetzt mit dem dreckigen Eumel hier? Wir gucken erstmal, ob es so funktioniert. Also okay, perfekt. Das ist immer das Beste. Wir machen es nicht sauber. Wir gucken erstmal, ob es so funktioniert. Sagen wir mal, dieses Zeug, dieses Dichtmittel. Ja. Also man sollte jetzt nicht so unbedingt eine Tasse davon trinken. Weil es high macht, ja? Aber es fucking ist, high. Aber es ist jetzt auch nicht so schädlich. Alter. Ja, es kommt ein Ton. Geil. Kommt ein Ton. Und das haben die Beatles genommen, ja? Das haben die ist auch eine Ente. Ja. Das Dichtmittel ist, das wird immer in diesen Ledersack reingekippt, um ihn abzudichten. Klar. Das ist eine Mischung aus Knochenleim und Glycerin. Und das beste Zeug. Es ist, ich koche das auch selber, also ich bereite das auch selber zu. Es ist eine sehr widerliche Angelegenheit. Also Knochenleim so in Wasser aufzulösen und dann heiß zu machen, das schmilzt. Also wenn du im Sommer bei 30 Grad draußen an so einem Topf stehst und das rührst so, und dann so die Fliegen ankommen, da fühlst du dich echt wie im Mittelalter. So. Aber ich mochte gerade einen Entenlockruf, der hat mir gut gefallen. Der Spieler darf man von nichts einen Ekel haben. Ist ja in Ordnung. Generell Leute, die Blasinstrumente von da alles so in den Mund nimmt. So. Es ist eine große Speichelgemeinschaft. Ja, herzlich willkommen zum Talk mit Elsi. Hier, auch bei mir auf dem Kanal. Ich finde es richtig schön, dass ihr da seid. Chat, seid ihr gut unterhalten? Ich habe so wenig Interaktion gerade gefordert, aber es ist geil, oder? Elsi macht das doch super. Ich finde es Hammer. Es ist richtig schön, dass du da bist. Es ist super angenehm. Es freut mich auch, da zu sein. Es ist wirklich super angenehm. Ich finde es geil, wenn jetzt Leute so einschalten und dann auf einmal da ein Typ ist, der von Speichergemeinschaft labert. Ja, also gerade zur Corona-Zeit muss man Leute, wir sind alles eine große Speichergemeinschaft. Ihr wisst es. Ja, das schweißt zusammen. So, und was ich jetzt hier rausgenommen habe, also... Entschuldigung, hält das jetzt? Wie hast du das zusammengesetzt? Das müssen wir einmal kurz sehen. Ja, oder das ist am Ende auch gewickelt. Also da ist ja so ein Faden drum. Und das ist so ein bisschen konisch. Das wird dann hier einfach eingepasst. Wie weit drückst du es rein? Bis zum Anschlag. Bis zum Anschlag. Weil ich stimme ja damit nicht mit rein und rausschieben, sondern ich stimme ja hier. Alles klar, okay, wichtiger Punkt. Deswegen, das sitzt meistens fest. Wichtiger Hinweis. Okay. Genau. Sollte jetzt auch erstmal nicht mehr rausfallen. Aber das kann halt passieren, wenn eben das Holz sich auch verändert durch kalt, warm, das arbeitet. Kann es sein, dass es dann halt eben blub. Ja, okay. Rocket Beans findet es sehr interessant übrigens. Okay. Das finde ich auch gut. Das finde ich gut. Wir zocken gleich, keine Sorge. Wir müssen nur eben die Basics noch klären. So, was ich jetzt hier rausgezogen habe, das ist das Mundstück. Ja. Das ist dein Amblasrohr mit Mundstück. Also der obere Teil ist das Mundstück. Kann ich mal zeigen? Warum hat da so eine Gummischicht drauf? Ne? Oder was ist das? So ein ja, also das ist jetzt eine relativ einfache Bauweise mit einem plattgedrückten Metallteil, wo ein Gummischlauch drüber ist. Also wenn ich das herstelle. Ja. Was? Da kann man die Zähne wahrscheinlich drauf ablegen, dann matcht das nicht so. Bei mir sieht das dann so aus. Alter, ist hier geiler. Dann halt ein, das sieht aus wie so eine Shisha. Ja, also es ist viel angenehmer, das im Mund zu halten. Genau. Und du hast am unteren Ende ein Rückschlagventil. Und das sorgt dafür, dass wenn du die Luft reinbläst, dass die nicht sofort wieder rauskommt. Weil sonst müsstest du ja jedes Mal, wenn du reingepustet hast, okay. Und das wäre halt echt. Blubber, 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 ist gar nicht scharf. Ja, okay. Verstehe. Genau. Und okay. Das ist das einfachste. Das habe ich auch, das ist bei mir das hier, ja? Genau. Das ist das Rückschlagventil. Okay. Genau. Das ist jetzt zum Beispiel auch eins aus dem schottischen Bereich. Also, die kannst du so fertig kaufen im Schottenbedarfsladen.
beim Schottenhändler deines Vertrauens. Und genau, da kannst du dann auch jetzt beispielsweise hier kannst du so eine Kappe abnehmen und dann kannst du das Ventil rausmachen, falls dir da das Gummiläppchen irgendwie reißt. Dann kannst du da Neues reinmachen. Genau, aber das ist jetzt nichts groß Aufwendiges, also das ist 15 Euro. Es gibt auch welche für 40 Euro, die okay. man so in diesen Stock einschrauben. Das heißt, da ist jetzt kein Tongeber sozusagen, da schwingt nicht, das ist einfach Nein. nur ein Ventil, was Luft in eine Seite durchlässt, aber nicht zurück. Genau, und, aber lässt. Das muss halt auch dicht sein. Ja, wenn das nicht dicht ist und die ganze Zeit hier die Luft freikommt. Lässt du den Wolf. Genau, ja. einmal das und je nachdem. Komm ein bisschen näher. Und je nachdem, wann du das letzte Mal deinen Dudelsack abgedichtet hast oder wie du damit umgehst. Ne? Also es gibt auch Leute, die sind weniger pfleglich, die essen mal einen Keks, pusten in ihren Dudelsack, trinken eine Cola, pusten in ihren Dudelsack. Ja, okay. Da sammelt sich über Jahre schon einiges. Ne? Oh, ich hab so Bock auf Döner. Ah nee, ich will doch lieber Dudelsack spielen. Fuck, ich mach beides. Ja, genau. Und irgendwann wird dir das nämlich zum Verhängnis, weil... Ja. Irgendwann. Dann geht er von alleine weg, der Dudelsack. Es sammelt sich ja einiges. Du kannst ja du machst diesen Sack ja nie sauber. Es ist ja. Genau, also deswegen. Es ist einfach schön, mit dir über genau. Säcke zu reden. Ja, das freut mich. Wer fühlt sich unangenehm angesprochen gerade, Chat? Ganz ehrlich. Das ist das leidliche Thema. Blasen, Säcke, ja. Löcher. Es kommt alles Heute zusammen. Heute mal endlich ohne Twitch-Bann. Weil wir reden über Musikinstrumente. Herrlich. Ja, genau. Das ist unser Schlupfloch, Leute. Richtig geil. Ja, dann kann es nämlich natürlich sein, dass sich da über die Zeit eine gewisse Biosphäre bildet. Okay. Und wenn du dann die ganze Zeit beim Spielen so leicht diesen schmonzigen Kellergeruch in deinen Mund kriegst, dann wird der richtig schlecht. Da wird der richtig schlecht. Und seitdem putzt du dann auch die Zähne vorher wahrscheinlich und passt auf, dass da nicht Scheiße reinkommt. Nee, irgendwann gewöhnt man sich einfach dran. Oder, wie gesagt, also es ist einem irgendwann nichts mehr zu eklig. Biosphäre ist einfach ein schönes Wort dafür. Ja, also es ist mal einem Kollegen von einer anderen Band, Namen sage ich jetzt nicht, mal passiert. Der hat auch seinen Dudelsack gespielt und er hatte ein richtig altes Ventil. Das war nur so ein Lederläppchen. Das war nicht mehr richtig dicht. Und dann hat sich diese Melasse, die da drin ist, hast du ja gesehen an dem Rohrblatt, da hat sich dann in dem Sack irgendwo so ein Klumpen gebildet, so ein Glibberklumpen. Und er hat dann beim Drücken, er hat das Ventil nicht richtig geschlossen und er hat sich diesen Glibberklumpen direkt in den Hals geschossen. Hat er sofort gekotzt? Ja, ich glaube, er hat direkt von der Bühne gekotzt. Ah, ja. Gott, ist das ekelhaft. Ja. Also das ist wieder der Vorteil mit diesen Gore-Tex-Säcken. Ja. Du hast halt da ein Trockensystem so mit Silikat drin. Also diese kleinen Päckchen, die man halt so immer in Cases hat oder so. Von, mit diesem Granulatzeug. Und das machst du halt nach dem Spielen raus, lässt es trocknen, machst wieder Trockenes rein, Zipper zu, fertig. Das heißt, man muss das aber auch, wenn ich jetzt ernsthaft üben würde und ich spiele, weiß nicht, jeden Tag mal Dudelsack, muss ich irgendwann das auch desinfizieren oder reinigen oder so? Nee, das musst du Gott sei Dank nicht. Okay. Also wichtig ist, dass du halt jetzt da nicht dein Essen reinspeist. Ja, das ist schon ein Problem für mich. Du weißt ganz genau, du kennst mich, ist ein Problem. Das Ding ist, in diesem Dichtmittel ist auch Sorbinsäure drin oder bei manchen auch Benzoesäure. Das sind Bestandteile aus der Lebensmittelindustrie. Das ist nichts Aggressives, aber es sorgt dafür, dass sich da keine Pilze und Bakterien drin entwickeln. Okay. Und alles ist safe, solange du dein Instrument, jetzt wenn du lange gespielt hast und es natürlich innen eine gewisse Feuchtigkeit hat, nicht irgendwo direkt luftdicht verpackst. Mhm. Also wenn du jetzt nach dem Spielen das Ding in den Koffer packst und es dann eine Woche liegen lässt, dann kann es sein, dass du da einen grünen Teppich auspackst. Okay, aber wenn ich sie in die Ecke stelle, ist alles easy. Genau. Ja, genau. Okay. Also manche machen dann auch das Mundstück raus, legen das irgendwo hin, dann kann es noch besser durchlüften. Ja. Aber ich mag auch, wie elegant du das hingestellt hast. Ich weiß, das kann man gar nicht sehen. Kannst du mal in die Mitte stellen? Das ist unglaublich. Du hast einfach so auf die Bordunpfeife gestellt und so steht das einfach. Ja. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Soll man eigentlich nicht machen. Aha. Also ich weiß, weil ich jetzt weiß, okay, hier kommt jetzt niemand ran. Ja. Und wenn es jetzt hier umkippt, kippt es an die weiche Wand. Und die Trichter sind relativ groß genug, dass du es hinstellen kannst. Okay, also kein Tipp an dieser Stelle. Weil das ist. Soll ich denn jetzt lieber hier hinlegen oder soll ich mir eine Halterung basteln zum Aufhängen oder was wäre am besten? Komm, ist denn der wieder? Ich habe selber eigentlich immer so ein. Ich habe mir irgendwann mal so Ikea-Tischbeine an die Wand geschraubt und hängst da drüber. Dann kannst du auch einen Haken dran machen und dann beispielsweise beim Hümmelchen, da habe ich dann einfach so einen Lederriemen drum gespannt hier um den Hals und hänge das dann daran auf. Du kannst ihn aber auch einfach irgendwo hinlegen, so wie du das gemacht hast. Das ist voll in Ordnung so. Das ist voll in Ordnung. Okay. Du kannst ihn auch irgendwo hinlegen, ein Regal, wo du ihn hinpackst. Wichtig ist nur, dass er irgendwo atmen kann. So. Okay. Das ist das Wichtigste. Genau, dann kann eigentlich nichts passieren damit. Ein altes Schulbrot.
Schön Gammel im Dudelsack. Ja, ist echt so, ey, ohne Scheiß. Es kann passieren, wenn man nicht aufpasst. Aber ich muss sagen, das passiert Leuten mit diesen Hightech-Schottensäcken viel öfter. Weil da dieses System... Weil die so abgedichtet sind. Ja, genau. Ja. Und da dieses System, das musst du wirklich warten und pflegen. Da musst du wirklich akribisch hinterher sein. Weil wenn du da einmal nicht aufpasst und das Ding einen Tag drin lässt, hast du dann nächsten Tag Schimmel drin. Also ich will keine Horror-Stories verbreiten, aber es ist schon ein schottischer Dudelsack-Spieler an Schimmel in seinem Dudelsack verreckt. Aber ist das, also was ich gerade so höre, ne? Du bist ja ein richtig cooler, sympathischer Typ, der, wo man auch Bock hat, dieses Instrument zu erlernen. Was bei mir in der Recherche aufgefallen ist, also nicht Recherche zu deiner Person oder zur Band, sondern zum Thema Dudelsack erlernen, die Hemmschwelle wirkt extremst hoch. Also eigentlich ist die Szene so drauf, für mich als Außenstehender, ja, eigentlich musst du erstmal ein Jahr lang nur so eine Übungspfeife spielen, so, und alles ist fucking schwer und bilde dir mal nicht ein, dass du das erlernen kannst. Also das kommt immer so rüber, weißt du? Ja, es gibt auch viele, die das sagen. Das sind auch so Sätze, die ich gehört habe, als ich angefangen habe. Wirklich, ja. Okay. Also ich habe schon, ich habe auch mit einem Hümmelchen angefangen. Da habe ich so 3, 4, 5 Monate gespielt. Ja. Und irgendwann habe ich mir dann einen großen gekauft. Mhm. Aber der war auch noch relativ leichtgängig. Und dann habe ich mal in so ein Mittelalterforum geschrieben, so, hey, ich möchte gerne da in Magdeburg, ich komme ursprünglich aus Magdeburg, da habe ich da gewohnt, da ist so ein Kaiser-Otto-Fest und da möchte ich gerne ein bisschen Musik machen, gibt es Leute, die auch da sind, cool, die Bock haben, sich auszutauschen, und da kam gerade dann einer in Chat, der gesagt hat, also du spielst nicht mal ein Jahr, geh erst mal 3 Jahre in den Keller zum Üben. Alter, ohne Scheiß. Nee, kann ich nicht aussprechen, aber es ist halt kacke, weil wenn du daran Spaß hast, es geht doch auch darum, dass Menschen im Leben Freude haben, ja? Ja. Und wenn du immer so rangehst, egal ob Singen ist oder alle musischen Sachen, und da kommt jemand und sagt, ey, ich glaube nicht, dass du das kannst. Das ist doch scheiße. Ja. Sei doch froh, dass Leute was machen, das ist doch geil. Und wenn da jemand kommt und sagt, ich freue mich auch, ich habe heute eine Nachricht bekommen von jemandem, der sagt, ich möchte so gerne Schlagzeug spielen lernen. Ich sage, ja, dann fang einfach an, nimm den Töpfe, klopf auf den Schulter, auf den Knien oder was auch immer. Ist doch geil. Wenn Leute Motivation mitbringen, ist doch super. Deswegen war ich da so überrascht, weil ich das nicht so kannte, dass man so eine Hürde hat, weißt du? Ja. Die einfach eigentlich ja gar nicht da ist, weil die Hürde liegt ja immer bei einem selber. Hat man Bock drauf oder nicht? Aber wenn andere Leute schon sagen, ey, es ist fucking schwer, dann überlegst du es dir, naja, mach ich's oder mach ich's nicht. Ja, so. Na klar. Das ist halt irgendwie blöd. So. Ja, gerade wenn du nicht viele Leute kennst, die auch nicht viele Meinungen einholen kannst, dann hast du halt auch nicht immer eine breit gefächerte Meinung, sondern eben nur eine Meinung von einer Person. Oder du traust dich dann jetzt vielleicht auch nicht immer so deine Lieblingsband da einfach mal anzuschreiben. Nee, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein kulturelles Ding bei uns so grundsätzlich. Aber ich finde das schön, dass wir hier gerade sagen, nee, wenn ihr Bock auf Dudelsack spielen habt, dann macht das einfach. So, ja, das ist halt geil. Also Leute, schreibt mich an. Ich beantworte euch alle Fragen gerne. Kann jederzeit auf mich zukommen. Also auch über Instagram, alles kein Thema. Mega. So, da helfe ich gerne weiter. So. Also mir ist ja auch ein Interesse dran gelegen, nicht nur, dass die Leute bei mir Instrumente kaufen, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir einfach darum, dass Leute die Chance haben, da besser ranzukommen, als wie ich es damals habe. Ja, mega geil. Und dass die Szene einfach wächst und gedeiht, man sich austauscht. Weil ich denke mir gerade, wenn man halt nicht zusammenarbeitet, kann diese Szene auch nicht wachsen. Es gibt viel so Konkurrenzdenken, also auch bei Instrumentenbauern, bei Musikgruppen. Früher gab es das oft und viel. Weil man natürlich geguckt hat, dass man sich nicht die Mittelaltermärkte streitig macht. Ja, klar, logisch. Oder der spielt das Gleiche wie die Band und hier und da. Mittlerweile ist das alles wieder viel cooler. Aber das hat es auch, das hat es der Szene halt auch schwer gemacht. So, man hat nie wirklich früher so Kooperationen gemacht. So, dass man halt der bei dem mal mitspielt und so. Also das, da hat jeder immer so im stillen Kämmerlein sein eigenes Ding gemacht. Und dann natürlich geguckt, hey, wie komme ich klar? Aber wenn du dich austauschen kannst, ist viel einfacher. Es bereichert alle einfach. Voll. So. Ich merke das auch mit Instrumentenbauern. Ich habe immer so mit meinem Kumpel das alles so zu zweit gemacht. Und dann habe ich auch mal angefangen, so andere Instrumentenbauer zu fragen. Also einer, der baut beispielsweise Illan Pipes, das sind irische Dudelsäcke. Ah, geil. Okay. Gibt's auch. Also wahnsinnig schöne, aber auch sehr komplexe Instrumente. Ja. Meines Erachtens auch wirklich eins der am schwersten zu spielenden Instrumente überhaupt. Okay. Und der ist genau wie ich, der ist Musiker und der spielt in einer Irish Folk Band, Cara heißen die, das ist der Henrik Morgenbrot. Mhm. Und der Henrik ist auch ein super kompetenter Typ, der hilft mir auch und zeigt mir auch Sachen, wie er Sachen in der Werkstatt macht. Hier zum Beispiel Klappen schmiedet, ah, also geil. Was man jetzt auch so normal an Oboen und Klarinetten dran hat,
gibt es mittlerweile auch Mittelalter-Dudelsäcke. Also wir haben an unseren Bühneninstrumenten auch Klappen dran, weil man natürlich manche Töne auch nicht bekommt. So ja, gewisse verstehe. Halbtöne sind halt physikalisch oder halt einfach, weil deine Finger auch begrenzt sind, halt nicht machbar. Mhm. Und da kann man sich halt mit diesen Klappen behelfen. Und, verstehe, okay. Und allein diese Welt da mal zu sehen, also wie man Klappen schmiedet, das ist... Das ist wie du strahlst. Ey, das ist halt das Geile. Weißt du, du bist ne? halt nicht so ein Typ, der irgendeinen Scheiß erzählt, sondern man merkt einfach, wie du dafür brennst. Und das finde ich einfach ja. so geil. Und das macht einfach Bock. Und dann hört man den Leuten auch gerne zu. Das ist einfach richtig schön. Danke ja. für die Einblicke. Weil wirklich, weil der Chat gerne. Fragt auch gerade schon die ganze Zeit, wie sieht's aus mit Mikrofonierung am Dudelsack und Co. und so weiter. Aber das können wir gleich nochmal kurz aufgreifen. Ja. Hast du es zudem jetzt eigentlich alles gesagt, was ich wissen muss? Also für, eigentlich schon, ne? Genau, also eigentlich schon grundlegend, was jetzt Pflege und Wartung angeht. Das Ding irgendwo hinstellen, dass ja. es auslüften kann nach dem Spielen. Ja. Und diese ganzen Zapfenverbindungen, die sind ja alle mit so einer Schnur immer gewickelt. Das kann sein, dass die, wie gesagt, mal lockerer sind, mal fester sind. Im Zweifelsfall, wenn es zu locker ist, Bindfaden nehmen, rumwickeln. Okay. Und ja, nehmen wir so. Meistens so gewachsten Faden, gibt es auch in dem Dudelsackbedarf. Ist das gewachster Faden? Ja. Ah, ja, okay. Weil durch die Feuchtigkeit, Atemfeuchtigkeit okay. quillt natürlich sonst auch dein Faden. Ah ja, und so ist isoliert und bleibt so. Ja. Genau, mhm. genau. Gibt es auch in dem Dudelsackbedarf. Kann man alles online bestellen mittlerweile. Geil. Das darauf halt achten, dass die ganzen Zapfenverbindungen fest sind, weil sonst ist das auch jedes Mal wieder eine kleine Lücke, wo Luft entweicht. Und das macht es dir jedes Mal schwerer. Ja. Weißt du, wenn jetzt einer hat, okay, das Ventil ist nicht so ganz dicht und die Wicklung da ist locker, das sind alles, das summiert ja. sich so. Ja, ja. Und dann denkst du dir so, oh Gott, ich habe das Rohrblatt... Luft ist raus! Ja, Luft ist raus. Ja, ich habe das Rohrblatt so leicht eingestellt, so verliere ich Luft. Also ich merke mittlerweile, liegt es wirklich am Druck? Braucht es viel Druck oder verliert es Luft? Okay, so, verstehe. Genau, also wenn es viel Druck braucht, ist eine Sache, aber wenn es irgendwo Luft verliert, ist halt nicht geil. So. Ja, und das ist aber einfach, was man auch selber schnell beheben kann über diese Wicklungsgeschichte. Was man auch noch, sagen wir mal, nächste Stufe selber machen kann, ist irgendwann so nach... ein, zwei Monaten das Instrument mal zu ölen. Das Holz mhm. muss geölt werden, dann nimmst du die Teile auseinander, nimmst die Rohrblätter raus, mhm. Außer die Teile, die da im Leder eingebunden sind, das mhm. ist egal. Okay. Aber dann nimmst du Mandelöl oder Walnussöl ja. und kannst das dann einfach durch die Pfeifen durchlaufen lassen. Also außen ist scheißegal, innen, die Bohrungen, die müssen geölt sein. Damit okay. das Holz weiterhin imprägniert bleibt gegen die Feuchtigkeit. Und du hast da auch so ein Öl, was man am besten nehmen kann. Ja, ja, also ich habe noch ein Spezialöl, was ich bei mir im Shop anbiete natürlich. Es riecht nach Orange. Bester Hinweis aller Zeiten. Ja, ja. Okay, Orangenöl von Elsie, richtig geil. Ja. Kannst du auch als Badewasser benutzen? Oder für die Haut, als Peeling, Massage. Es ist ja nur geil. Nur nicht trinken. So. Du bist der beste Gast aller Zeiten. Das ist ja nur ja, also man kann auch mit kochen. So, also es geht alles. Aromapflege für den Sack. Ja, ja genau. Es ist auch nur ein Naturprodukt. Holz ist auch eine Art... Körper, ja, ist ja auch wie Haut. Und da also. Kommt schon die erste Gegenfrage. Hast du auch was anderes als Orange? Ich hatte mal Rosmarin noch eine Zeit lang, aber das wurde nicht so gut angenommen. Ja, okay. Also Orangenöl, also es ist nur ein ganz bisschen Orangenöl drin, weil Orangenöl ist natürlich auch sehr aggressiv. Mhm. Nur ein bisschen als Aroma so dafür. Genau, und aber im Prinzip kannst du auch aus dem Supermarkt dir Walnussöl nehmen, Mandelöl, wenn du es bekommst. Und, aber kein WD-40? Also mechanisches Öl, ich hab's noch nicht probiert. Also ein Ballistol müsste auch gehen, weil Ballistol ist ja rein pflanzlich. Ballistol kannst du ja auch zum Kochen nehmen eigentlich. Wirklich, ja? Ja, kannst du ja auch, ist Lebensmittel echt. Mein WD-40 ist gar nicht so schlecht. Ich bin mir nicht ganz sicher, also bitte nicht mal. Ich hatte nämlich immer so viel WD-40, also im alten Stuhl WD-40, weil Jared und ich, wir haben letztes Jahr ganz viel Bierpong gespielt, so im Internet. Und da meinte er irgendwann, ja, lass doch mal als Strafe WD-40 saufen. Und da meinte ich so, Jared, da sollten wir aufpassen. Da haben wir nur so einen kleinen Spritzer aber zum Gas, das ist einfach nur ekelhaft. Ja, das glaube ich. Also kann ich nicht empfehlen. Nee. Nee, das muss nicht sein. Nee, aber da kann man sich behelfen. Im Zweifelsfall kriegt man so Zeug auch in der Apotheke. Wichtig ist jetzt nicht Olivenöl zu nehmen, weil das wird ranzig. Leinöl ist zum Beispiel auch ein Öl, das härtet aus, ne? Das wird dann irgendwann so harzig. Ja. Und weil du ja nicht immer so die Bohrungen alle nochmal nachputzen kannst, weil du ja nicht immer da ein Stäbchen für hast zum Reinigen, reicht es, wenn man das durchlaufen lässt, trocknen lässt. Okay. Das Mandelöl, das verharzt nicht. Das ist, genau, cool. Das kann man dann noch selber machen. Vor allem, ich habe ja den Dudelsack dir geschickt, davor so matt und so. Ne? Und dann kommt man zurück, richtig geiles High-End-Produkt, richtig schön sah es aus, gut gepflegt. Ja, ich habe ihn dann auch außen geölt. Ja. Also das macht man einfach so...
für die Optik, für die Oberfläche. Das ist auch nicht verkehrt. Cool. Meistens mache ich so, ich lasse es dann durchlaufen und wenn es dann unten raussuppt, nehme ich es halt mit dem Tuch auf und verreibe es dann noch mal. Und lässt es einfach mal liegen. Genau. Also wichtig ist, dass es halt nicht auf die Wicklung kommt, weil sonst schmierst du dir da das Wachs weg. Ja. Und auf jeden Fall nicht an die Rohrblätter, also die halt rausnehmen, weil die sind sauempfindlich. Da sollte kein Öl dran kommen. Mhm. Ja. Und also die Dinger, die brauchst du nur schief angucken, dann knickt da schon wieder eine Ecke ab. Schau, ne? Ich lege es hier hin. Am besten nicht anfassen. Das ist ganz schnell, das Ding wird zusammenbauen. Machen wir. Ich habe wirklich jetzt gerade Panik bekommen. Gerade in dem Moment, wo du gesagt hast, das darf nicht umkippen. Es wird mir jetzt umkippen, Elsie. Ich hab's, alles safe. Ohne Scheiß, Chat, puh. So, und ja, also beim Rein- und Rausnehmen halt drauf achten, ne? Immer schön gerade so. Und wenn es dann da am Zapfen ist, gehen. Wir machen gleich Musik, Leute. Wir sind in den letzten Zügen. Geht gleich los. Genau, und diesen Sack, den muss man halt auch hin und wieder da mal abdichten, weil irgendwann wird er innen rau und spröder und dann hält er auch nicht mehr richtig Luft. Normalerweise so alle halbe bis einmal im Jahr. Also wenn es gutes Leder ist, das kommt noch auf die Qualität von Leder an. Spiel den mal einmal kurz. Okay. Beziehungsweise zeig uns jetzt noch die letzte Sache, was ich noch wissen muss. Wie stelle ich diese Stimmung ein? Das wird wichtig sein. Also mit dem Rausziehen, worauf achtest du? Ja, also dann kommen wir jetzt eigentlich schon mal zur Spieltechnik. Ne? Weil Du musst ja. Chat, aufstehen. Wir haben ja dieses Mikrofon für dich. Du musst dich hier ein bisschen orientieren. Ja. Die Kamera ein. Ich meine. So. Nehme jetzt den Ledersack unter den linken Arm. Also es gibt auch Leute, die den Sack unter dem rechten Arm haben. Das ist unabhängig davon, ob man jetzt Linkshänder oder Rechtshänder ist. Okay. Meistens aber links, also traditionell links. Ich bin selber Linkshänder, aber ich spiele normal, sagen wir mal. Okay. Genau. Dann nehme ich das Mundstück, so zwischen die Eckzähne. Ich beiße da richtig drauf. Ja. Okay. Schließe die Lippen drüber und puste dann den Sack auf. Eckzähne, alles klar. Ja, also das ist schon seitlich. Ja. Manche haben das auch so. Ja. Aber es ist ergonomisch, finde ich, besser. Also das ist ein relativ kurzes Mundstück, wenn man es so ein bisschen seitlich hat. Ja, okay. Und dann puste ich den Sack auf. Und dann ist er dicht? Ich denke. Also das werden wir jetzt sehen, wenn ich spiele. Okay, so. Okay. Manchmal merkt man das erst, wenn man bei vollem Druck ist. Okay. Jetzt könnte es auch sein, wir haben noch irgendwo eine Dichtung drin gerade, ne? Oder wird die rausgenommen? Diese Abdichtung? Hier den Stöpsel. Okay, ja, den, ne? Lassen wir erstmal drin. Ja, cool. Also den Bordun lassen wir erstmal außer Acht. Cool. Wir arbeiten erstmal mit einem. Genau. Und dann blase ich den Sack auf. Ich klemme den unter den Arm. Und dann drücke ich, wenn ich den Sack voll habe, mit dem Ellbogen drauf. Okay. Und dann drücke ich die Luft raus, und zwar so viel, bis dann hier ein Ton rauskommt. Alles klar. Und den Ton muss ich halten. Okay. Das ist jetzt so das Schwierigste am Dudelsackspielen eigentlich, weil dieser Sack ersetzt ja so eine Art Zirkularatmung. Das heißt, wir haben ja immer einen Dauerton. Korrekt. Und deine zweite Lunge quasi. Genau, genau. Und die Technik ist eigentlich, wir blasen das Ding auf, drücken mit dem Ellenbogen die Luft raus. Und wenn der Sack so zur Hälfte leer ist, pusten wir wieder nach. Und den Druck, den wir halt mit der Luft, die wir reinpusten, reinbringen, den müssen wir dann natürlich mit dem Arm weggehen. Wir müssen ja wieder Platz lassen, alles dass wieder mehr Luft reinkommt. Oh shit, alles klar. Genau. Ja. Und wenn er dann wieder prallvoll ist, hören wir auf zu pusten und geben dann wieder den Druck mehr. Alles klar. Und das muss so smooth ineinander übergehen, dieses Blasendrücken. Ja, dass du schon Konstanz hast. Natürlich. Ja, das ist wie Kupplung und Gas kommen lassen. Ja. Das muss so ein bisschen, weil sonst bricht dir der Ton ab. Okay. Weil wenn du zu wenig drückst, dann schwankt es entweder oder es geht aus. Okay. Also das Ziel ist, dass der Ton, der hier vorne rauskommt, immer konstant bleibt. Das heißt, das wäre auch schon eine Übung. Kann ich quasi jetzt schon, oder sollte ich die alle zuhalten, alle Löcher, um dann einen Ton zu bekommen? Oder was? Das wäre, hört sich für mich an, wie, das wäre meine erste Übung. Ja. Konstant, ohne zu spielen, einfach nur konstant Ton zu machen. Genau. Am einfachsten ist es wirklich, wenn du erstmal nur mit dem Bordun übst. Ja. Das heißt, du nimmst dir die Spielpfeife raus, stellst sie sicher zur Seite und machst dir hier einen Korken rein. Ja. Also Weinkorken müsste passen, das ist so 20 mm Durchmesser. Das ist so noch Korken dabei gelegt, glaube ich. Genau. Und dann kannst du das machen. Und dann kannst du erstmal nur mit dem Bordun, der jetzt nicht so viel Luft braucht wie die Spielpfeife, alles klar, kannst du erstmal nur gucken, dass du den Bordun immer am Laufen hältst. Das ist dann nur die ganze Zeit brummt. Also das kann ich mal vorführen. Den Daumen rein. Ja. So. In einem Grund kommt jetzt kein Bordun vor. Wahrscheinlich, weil es doch zu sehr verklebt ist. Doch noch ein Stück.
Oder ist da doch noch? Ja, kann ja sein. Da ist was drin. Was ist denn da drin? Das habe ich aber nicht reingesteckt. Was ist das denn? Oh Gott. Den habe ich schnell mal gesucht. Wo ist der denn? Die Zahnbürste. Nein, der kommt von dir. Der kommt nicht von dir. Ja, das hatte ich dir beigelegt. Das ist so eine Reinigungsbürste. Was man hier findet, Chat. Noch 500 Euro da drin und so. Guck mal, was da noch drin ist. Der Chat freut sich schon wieder. Das ist heute nur geil. Surprise, eine Pinata ist das hier, eine Mittelalter-Pinata. Das ist nur geil. Ja, also mit der Bürste kannst du dann zum Beispiel auch die Spielpfeife ölen. Ne? Dass weil da kannst du ja schlecht, wenn das so konisch ist, so breit ist, da an den kompletten Rand immer alles durchlaufen lassen, dann machst du einfach Öl auf die Bürste und gehst mit der Bürste dann da rein. Okay. So, genau. Okay. So. Jetzt müsste es passieren. Oh ja. Genau. Das ist jetzt unser Bordun. Das ist unser Grundton. Klingt aber geil. Klar. Ja klar. Das ist ja auch ein geiles Instrument. Alter. Geil. Genau. Und das probierst du jetzt am Anfang erstmal, den Druck immer zu halten, dass dieser Ton nicht ab. Darf ich mal einmal? Ja, kannst du gerne machen. Einmal nur, ich muss das einmal nachmachen, weil Elsie ist dann weg und dann stehe ich hier mit meinem Glück und ich weiß ganz genau, dass... Jetzt kann ich dich noch korrigieren. Ja, genau. So, mach mal den Eumel rein. Er ist es, ne? Ja, das ist jetzt ein guter Highland Park Whisky. Okay, jetzt einfach... Man ist quasi genötigt. Sonst hat man nicht die passenden Korken. Okay, dann? Verstehe, ja. Genau, und diesen Übergang jetzt, ne? Dass der Ton nicht abbricht. Genau. Jetzt hörst du auf zu pusten, drückst und jetzt pustest du wieder und lässt mit dem Arm nach. Jetzt wieder aufhören zu pusten, drücken, jetzt wieder pusten. Und nachlassen, genau. Und wieder drücken. Pusten, nachlassen und wieder drücken. Hammer! Hammer! Sieht man die Sabberbläschen? Also, ich höre sie auf jeden Fall. Das Hammer. Ist am Anfang normal. Das habe ich auch. Alter. Am Anfang hat man da Speichelfluss ohne Ende. Guck, jemand hört den Sabberblub an. Ich sterbe. Ja, aber ist doch geil, dass ich das mache. Ja, es ist. Ist doch geil, ey. Aber du hast es hingekriegt. Ey, du hast es hingekriegt. Das Ding das ist meine fucking Übung. Genau. Das ist die erste Wahrscheinlich, Übung. Wahrscheinlich, ich habe mich immer gewundert, warum funktioniert das nicht? Wahrscheinlich war der Wichser da die ganze Zeit drin. Ja, wahrscheinlich. Schon richtig gut, Respekt. Das sind auch so diese kleinen Hints, wie man so seine Bandkollegen immer schockt, wenn man irgendwie so gewisse kleine Aufmerksamkeiten an ihren Instrumenten versteckt. Verstehe. Ja, ich hatte das hatte ich, glaube ich, auch mit dem Luzi erzählt. Ich hatte eine Zeit lang so die Phase, wo ich dann so 10 Minuten vorm Auftritt zu ihm gegangen bin. Wir haben ja unsere Instrumente schon so halb auf der Bühne vorbereitet. Und dann sage ich immer zu ihm, 3 Fehler an deinem Dudelsack versteckt. Oh Gott. Suche sie. Und dann weißt du natürlich nicht, scheiße, okay, hat er jetzt das Rückschlagventil ausgebaut? Hat er jetzt irgendwas ins Mundstück gesteckt? Hat er was in die Bordeaux-Pfeife gesteckt? Wir müssen aber jetzt spielen. Nein, du machst die scheiß 10 Fehler jetzt. Ich bin fucking Jigsaw. So wirklich richtig geil. Okay. Ein bisschen raus. So, dann mache ich jetzt mal meinen Dudelsack fertig. Ja, genau. Ich glaube, für mich habe ich dann Übung. Wenn ich mehr wissen will, sage ich dir das. Aber dann geht's jetzt an Jam, oder? Leute, und dann die Frage noch, das kannst du gerade erzählen, wenn du deinen Dudelsack holst. Du hast ja für die Bühne Tonabnehmer dran oder Mikrofonie dran. Das ist, glaube ich, eine gern gesehene Frage, die vor allem bei aktiven Dudelsackspieler und Spielerinnen, glaube ich, wichtig ist, wenn man auf die Bühne geht. Wie macht man das? Also, wie kann man das abnehmen? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also, da gibt es auch noch nicht so die Patentlösung. Das ist auch sowas. Es gibt kein spezielles Mikrofon für Dudelsäcke. Ja. Da muss jeder halt gucken, was passt am besten zu mir, was ist im Budget drin, was will ich da an Technik überhaupt dran rumhängen haben. Ja. Und ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das Problem ist beim Dudelsack einfach, der Ton kommt überall raus. Mhm. Ne? Also du hast ja einmal den Bordun auf der Schulter. Stimmt, du brauchst mehrere Quellen. Allein. Oder weiter wegstehen, wie wir es gleich machen wahrscheinlich. Ja, genau, aber, genau. Aber das Bühne ist halt, schwierig. Genau, das ist halt bei der Bühne schwierig, weil du dann viel Müll drauf hast. Mhm. Und wir machen es beispielsweise so, dass wir unten an dem Trichter abnehmen. Mhm. Da hast du die meisten Obertöne, aber dann klingt das sehr trompetenähnlich. Also es ist sehr, sehr schrill. Mhm. Wenn du es jetzt hier über den Löchern abnimmst, also du hast dann
hier so ein Schwanenhalsmikro. Das ist ein echtes dynamisches Mikrofon. Nicht ja. so ein Piezo oder sowas. Nee. Oder vielleicht beides, ein Kombi kann man machen. Gibt es auch Kollegen, die das machen. Ja. Das werde ich jetzt auch demnächst mal testen. Ja. Das sind Sachen, da hat ein Kollege beispielsweise angefangen, hier auch so ein Loch seitlich reinzubohren und das dann in der Spielpfeife abzunehmen. So. Also das ist dann quasi so halb intern drin. Okay. Aber da musst du halt auch aufpassen, ne? Weil sobald da irgendwie eine Unebenheit drin ist, ja. ist der Kanal nicht mehr. Also dann stimmen die Töne auch nicht mehr. Verstehe. Wir haben es dann immer probiert, so natürlich von außen mal hier oben abzunehmen, weil hier kannst du ja nicht wirklich viel dran kleben. Ja. Das muss ja dann hier oben sein oder von hier unten. Problem ist dann immer, da hast du die oberen Töne laut und die unteren sind nicht drauf. Oder nur unten ist es laut, nach oben hin wird es leiser. Und mittlerweile arbeiten wir da allein an der Spielpfeife schon mit mehreren Mikros. Also wir haben dann unten eins, wir haben oben eins, das haben wir hier in Stock, also das ist ja ein Stock, die Teile, die eingebunden sind. Ja. Da haben wir hier eine Bohrung reingemacht und da sitzt ein Mikrofon drin. Und zwar haben wir da, kann ich jetzt mal sagen, ist ein Beta 98, ein Tom-Mikro von Shure. Ja. Weil es halt so klein und praktisch ist. Und dann das quasi da reingesteckt, luftdicht gemacht natürlich. Geil. Bisher keine Probleme mit der Feuchtigkeit. Und das dann über verschiedene andere Geräte dann halt in so einen Premix rein. Und das geht dann über XLR dann oder direkt in den Sender. Also hast du quasi so einen Mini-Mixer am Dudelsack oder am Gürtel? Ja, oder also genau. Bei dir, du sendest quasi ein oder zwei Signale ab und du hast nicht... Ich habe ein Signal. Also bei mir geht ein Signal raus, aber ich habe durch verschiedene andere Teile, die ich dran habe, wo mehrere Kabel reingehen, genau, kann ich das quasi manuell vormischen und analog. Wir hatten das so ähnlich bei unserem Kontrabass damals. Es ist auch, dass du Slap haben willst und Basston und so. Du musst auch aus zwei, drei Signalen was basteln, aber das hier ist ja ein viel komplexeres Instrument, meiner Meinung nach, und krass, dass du einfach schon bei der Spielpfeife sagst, du hast mehrere Mikrofone. Ja, also das ist jetzt auch noch nicht so der heilige Gral, sag ich mal, weil es ist natürlich immens teuer, wenn du da jetzt am gesamten Instrument, wenn du Bordeaux noch abnimmst, hast du drei Mikros dran. Das geht halt auch ins Geld natürlich, und die ganze Kabelei, wie man im Mittelalter so schön sagt, Kabelei, ist natürlich auch, das ist alles Gewicht, was du mit dir rumschleppst. Ne? Und ja, wenn du halt spielst, dann willst du ja nicht die ganze Zeit alles voll mit Tapes und Klebern und Kabeln haben, wo du drin hängen bleibst. Das sieht dann schon teilweise aus wie so ein Cyborg-Dudelsack, weil wir da so viel Scheiß dran haben. Aber wir sind da auch immer noch am Gucken, was können wir noch optimieren, besser machen. Momentan läuft es damit, wie wir es jetzt machen, gut. Aber ich bin der Meinung, da gibt es noch andere Sachen, die man mal probieren sollte. Genau, also da an dem Instrument ist jetzt nichts dran, das ist nicht mein Bühnendudelsack, das ist mein alles gut. Werkstatt. Aber ey, danke fürs Beantworten der Frage, ich glaube, es wird auch vielen Leuten im Chat, also zumindest habe ich von zwei, drei Leuten gelesen, die genau diese Frage haben, und wir werden ja auch einen YouTube-Upload machen davon, dann kann man sich da nochmal reinziehen, ist ja vielleicht ganz interessant, weil das natürlich, wie du es auch gerade erklärt hast, jetzt verstehe ich auch, warum die Leute fragen, weil es fucking schwer ist. Und wenn wir jetzt hier im Studio stehen, ich habe da meine Drums, die sind mikrofoniert, du kannst dieses Mikrofon gleich nehmen, das wird schon funktionieren. Aber auf der Bühne ist es was anderes. Da hast du Monitoring, da willst du die anderen hören, da kriegst du dann Feedback, es klappt einfach nicht. Verstehe den Punkt. Ich räume mal die Stühle raus, dann bauen wir dir eine schöne Kameraposition. Ich habe auch eine Kamera für mich und dann machen wir eine kleine Jam-Session. Jo, das machen wir. Geil. Was ich jetzt gerade noch mache, ist, dass ich das Rohrblatt warm puste. Das ist ja jetzt hier ein Rohrblatt aus Schilfrohr und das muss man auch so ein bisschen warm spielen. Ich puste die immer warm. 40 Sekunden warme Luft durch, dann ist es ein bisschen temperiert, es ist immer noch kalt. Und die Rohrblätter gibt es aber auch aus Kunststoff. Also die sind dann natürlich auch ein bisschen leichtgängiger, die sind nicht so feuchtigkeitsempfindlich wie dieses Schilfrohr beispielsweise, hält auch länger. Genau, ist aber vom Sound her natürlich nicht so geil wie die Holzrohrblätter. Wir schon diesen brachialen, massiven Sound haben, ne? Dazu? Jo. Hast du noch ein Getränk eigentlich? Nee, mein Bier ist gerade leer geworden. So, jetzt check ich mal die Spiel. Ja, da müssen wir gleich mal gucken. Kann sein, ich sag's nochmal ganz kurz, kann sein, dass wir das Mikrofon ein bisschen anders einpegeln müssen. Turi hofft sehr auf Eurodance. Hast du so, klar, du hast alles drauf. So ein bisschen so alte, so Techno, weißt du, alle Techno-Sounds. Elsie Scheiße. Na klar. Ja. Hier, dein Bier. Danke dir. Turi, dürfte kein Problem sein. Das ist ein klassisches 90er-Jahre-Instrument. Das ist kein Problem.
Dudelung wollen wir. Wo ist mein Kopfhörer? Ich wollte mal einmal kurz den Sound checken gleich. Wenn du spielst. Das stimmt in sich, ist schon mal gut, ne? Ich kann auch schon mal die Kameras einstellen, fällt mir gerade ein. Wir wollen ja... Das Mikrofon mache ich auf jeden Fall leise, aber es kommen ja auch Drums dazu, also täuscht euch nicht. Willst du erstmal deinen Kopfhörer aufsetzen? Ja, das brauche ich jetzt erstmal noch nicht. Werden wir das mit dem Abstand einfach mal abchecken? Ja, ich habe Kopfhörer auf. Hallo? Hallo Chat, hört ihr mich? Wo ist dein Stimmgerät? Aber es klingt schon sehr. Das ist auch Gegenstand, die immer verschwinden. Ich glaube, ich kaufe immer Dinger, die mache ich mir da dran. Dass ich auch. So, weil ich habe ja sonst nicht die Möglichkeit jetzt irgendwo. Da geht mal ein bisschen an Rand von der Bühne. Jo, Mama. Beide mal ausbilden. Auch ich noch was für dich. Ein bisschen was hast, wäre geil. Ja, so. Ein bisschen was gegen dich. Und das ist. Mach ich das aber auch. Gleiches Recht für alle. Wo sind meine Sachen gegen Tini? Ich hab auch sowas, Chat. Muss mal einmal kurz hier gucken. Ich hab's doch irgendwo hier hingelegt. Chat, das wird jetzt geil. Das wird jetzt geil. Es wird kein Ohrenrip. Es wird geil. Hier, Chat. Das ist für meine Ohren. Seht ihr das? Hier, ne? Ups. Gut, haben wir alles. Ich mache das Bild nochmal. Ich muss sagen, Gehörschutz ist sehr wichtig. Ja. Also wenn du draußen spielst, aber gerade mit diesem Schalldruck hier, ne? In ja. Engen Räumen, ja. Ich merke es auch, die Dinger drin, das sind jetzt welche, die haben Filter mit 10 dB, das ist nicht viel, nee, stimmt. Aber da macht es halt das auch nicht so mumpfig. Da hast nicht so cool. Du hast jetzt so diese Oropax, diese Schaumstoffdinger drin, ja. Das so alles abdämpft. Ja. Und es ist einfach nur alles klar, aber ein bisschen leiser. Ja, ja, das ist geil. Okay, Chat, wir machen es folgendermaßen, ja? Ich hole mir den Chat von euch auf meinen Display, da neben dem Drumset. Jetzt machen wir zusammen einen Soundcheck, weil wir das noch nie gemacht haben, so zusammen in diesem Raum. Ihr seht links Elsie, ihr habt rechts die Drums und wir versuchen uns jetzt mal ein bisschen anzunähern. Ich brauche aber eure Hilfe, ja? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Wenn ich jetzt selber Mucke mache, auch jetzt nicht mal beurteilen. Wie ist der Sound im Stream? Ja. Nicht mehr? Okay, jetzt habe ich... Wo kriegst du den meisten Sound raus? Du musst du dich halt positionieren, das ist dein Mikrofon, ja, du bist ja... Das passt eigentlich. Du bist ja da versiert, sag ich mal. Am besten, wenn du mal Instrumente tauschen. Ja, das kann man alles. Klarkommen. So, bin ich noch im Bild überhaupt? Sieht man mich? Nee, das habe ich dir weggemacht gerade, ich dummkopf, ne? Ey, das ist hier
Unsere, wir sind selber die Regie. Wir müssen hier alles selber regeln. Aber es ist okay. Ich denke, das passt. Ein bisschen sichtbar. Ein kleines bisschen höher, siehst du? Ganz kleines bisschen höher. Kopf ist weg. Und dann haben wir es. Ein kleines bisschen höher, dann ist alles cool. Wo muss das gehen? So passt es, oder? Ja, warte, ich gehe noch ein ganz kleines Stück hoch. Ja. Ja, geiler Typ. Ja, ich hab's unten. Ich hab da so ein Drehrad unten, oder? Nee, das hier. Da ist ein Drehrad. Hier. Das kannst du drehen. Ah, alles klar. Und dann, wenn du es einfach so lockerst. Guck mal, der Elsi macht das Bild schön für uns. Was willst du im Hintergrund haben, Elsi? Bisschen Flammen? Ja, komm, klassische Flammen. So ein Kamin? Einfach ein Kamin? Ja, einen schönen Kamin, ja, für uns. Romantisch. Mach ich dir an. Such ich jetzt einfach mal. Oder Aquarium, kann ich auch machen. So irgendwie sowas. Nee, so ein Kamin ist schon so Lagerfeuer, das hat schon so Mittelalter-Atmosphäre. Machen wir einen Kamin im Hintergrund. Kaminfeuer 4K natürlich. Dann nehmen wir das teure, ne? Das teure Feuer. Hier, das ist es, Elsi. Oh. Extra für dich. Okay. Chat, ich mach's euch ein bisschen. Ich mach euch in die Mitte, Chat. Ich hab hier leider gut aufgehoben. Okay. Ja, dann machen wir mal kurz einen Test. Hast du Gehörschutz drin? Ja. Okay, ich hab auch welchen. Mach den mal rein. Und ich mach einmal noch den Chat bei mir an. Chat, könnt ihr mich hören? Hallo, ist das hier auch an? Chat, ich kann jetzt alles sehen, was ihr schreibt. Könnt ihr mich hören? Dann können wir nämlich hier arbeiten. Perfekt, yes. Okay, dann machen wir es so. Spiel mal den Doodle. Chat sagt, ganz kleines bisschen Dudelsack leiser. Hätte ich nicht gedacht, aber okay. Ganz kleines bisschen. Ich mache das einfach. Ich mache einfach den Pegel ein bisschen runter. Okay. Kleines bisschen. Und dann ist mega, oder was? Wenn dann Sack ein kleines bisschen. Ich habe es ein ganz kleines bisschen gemacht. Es macht einfach nur Bock. Ja, auf jeden Fall. Kommst du so klar mit den Drums? Ja. Ich bin auch froh, das drin zu haben. Ja. So. Ja, komm, jetzt machen wir. Wir kommen jetzt langsam rein, Chat. Liedwünsche kommen später. Wir jammen jetzt erstmal eine Runde. Jo. Elsi von Saltatio. Warte mal, ich mach mal an. Chat, Elsi von Saltatio Mortis jetzt hier im Livestream. Krogi an den Drums. Kaminfeuer ist on. Elsi hat ein Bier, ist gut drauf. Hammer, ich hab richtig Bock. Ja, ich auch. Geil. Wird geil. Viel Spaß, Leute. Viel Toms, war sehr passend. Geil. We'll be right back.
geil, geiler Typ. Elsie, ich dachte, ich kann stundenlang weitermachen mit dir, weil es so geil ist. Ja, klar. Ja, ist. Aber Alter, gehst du ab. Gehst du ab, ey. Du gehst ab wie Schmitz Katze, Alter. Guck den Chat an. Chat, ey, der Chat rastet aus. Einfach nur geil. Jetzt mal Herzen. Elsie soll mal sehen, dass sie eine Herzwelle rüberschickt, damit er auch weiß, wie geil das ist. Elsie, es gucken gerade 930 Leute zu. 930 Leute sehen dich gerade hier am Eskalieren, Alter. Fett. Also es sind nicht wenig Leute, das ist schon richtig krass. Ja, mega. Das ist schon richtig geil. Also es ist schon ein gutes Konzert. Absolut, absolut. Turi, bist du auch zufrieden? War jetzt noch kein Eurodance, aber er hat die Pfeife gespielt, der gute Mann. Einfach nur geil. Guck mal, die Liebe, ey. Was ein guter Abend, oder? Jetzt mal ehrlich. Einfach mal, das ist übrigens Elsies Idee gewesen, mal vorbeizukommen, ey. Finde ich richtig geil. Ja. Ohne Scheiß. Ja, du hast mir nur diesen Hint geschickt, einfach so, ja. Wo du das Ding unterm Arm hast und rumgequickt hast. Elsie, wie geht's? Ich raff gar nichts. Komm rum. Also, das ist okay, ich muss einfach hin und das hat jetzt einfach super gepasst auch, ne? Ey, es ist Hammer. Ich hab gedacht, komm, ey, wenn das den Freitag klappt, wäre geil. Wenn nicht, komme ich sonst nochmal irgendwann. Ja, Killer, hoch. Nein, ist super. Ist ja. Super geil. Ey, Hammer. Du siehst den Chat, wir haben ein gutes Bild und sieht geil aus. Kleiner als 3 heißt nämlich Herz. Also alle sind geil drin. Elsie muss ins Mic reden. Ja, das weiß er. Aber wir sind ja hier zum Musizieren. Elsie hat nur gesagt, dass das hier alles geil ist. Dass er froh ist, dass das hier klappt. Krogi und Elsie, unfassbar geil. Ja, Elsie, da machen wir noch einen. Turi ist zufrieden, da kommt ein Herz rein, weil Turi hat eben gesagt, wir sollen Eurodance spielen, weißt du? Aber ich weiß auch nicht, vielleicht kannst du, also, doch, warte, Luzi hat letztes Mal irgend so ein Scooter-Shit gespielt, das weiß ich noch. Irgend so ein Quatsch könnt ihr. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar, okay, dann bring mal an, für Turi jetzt. Ist extra... Hat Elsie nur für euch gemacht. Schön den Scooter abgerissen. Geil. Okay, wir brauchen etwas mehr Bordun-Töne. Vielleicht können wir es noch ein bisschen höher machen, das Mic. Meinst du, das klappt? Ja, wird halt die Spielpfeife wieder leiser. Ah, dann haben wir noch nicht den Sweet Spot vielleicht. Das ist da... Könntest du mal probieren. Ich könnte dir natürlich auch, aber dann klingt das... Ja, hast du eine Idee? Ich das vielleicht noch ein bisschen von hinten bauen? Aber ey, Leute, ist es so schlimm? Sagt mir, dass das schon fucking geil ist, ja? Elsie, ich hab Angst, wenn wir was umbauen, dann ist es beschissener als vorher. Ja, das ist also lieber die Spielpfeife. So ja. Günstig kommt man nie an ein Live-Konzert. Irgendwie nach hinten zu kriegen, ist halt schwierig, ne? Der Ton kommt halt hier hinten. Ja, ja, klar. Da musst du dich seitwärts stellen. Mhm. Nee, ich glaube, es ist schon so von... Es sind 9,5 von 10 so. Ja, das muss reichen. Also wir sind hier immer noch bei Twitch und Livestream. Also jetzt mal ganz ehrlich, 9,5 von 10, das ist ja wohl mehr als amtlich. Oder? Nee, du noch nicht wegpacken. Ein noch, Elsie. Ich habe auch noch einen anderen Dudelsack. Hol, ey, Chat, Elsie hat noch einen anderen Dudelsack. Wer von euch hat Bock auf einen anderen Dudelsack? Es ist auch ein Mittelalter-Dudelsack, allerdings eine andere Tonart. Also das ist jetzt ein Dudelsack in E. Okay. Und der war jetzt in A, das ja. Ist die Standardtonart. Und E ist halt ein bisschen tiefer. Er hat ein bisschen mehr Eier. Okay, ja, gerne. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den... Und dann machen wir es da so, dass wir das Mic mal... Wir können es ja testweise mal 10 cm höher machen. Ja. Mal gucken, wie es so kommt. So, aber ist ja schon mal gut. Mehr Säcke, Leute. Alter, die Zuschauerzahl steigt wieder. Jetzt haben wir schon 940. So muss es sein, Elsie. Elsie liefert ab. Ja, es hat einfach einen fetten, warmen Sound, ist trotzdem laut. Ja. Kommt jetzt die kleine Ente? Nein, nein, nein. Jetzt kommt der große Eumel.
Chat, was sagt ihr? Spiel mal bitte einmal kurz helfen. Ja, alles klar. Ist das jetzt so ein Kriegssong, ne? Es wird jetzt Krieg sein wahrscheinlich. Also so tief wie er ist, muss es ja Krieg sein. Jetzt wird's ernst. Ja, ja. Jetzt wird's ernst. Okay.
Pipes, Chat! Mach die Herzen, come on! Ja! Mega geil! Alter! Unglaublich! Unglaublich, ey, unglaublich! LT, ich weiß nicht, wer geradet hat, aber du hast gerade vor 1200 Leuten gespielt. Alter! Vor 1200 Leuten! Scheiße! Schön hier, Backpipes am Start, Drums an den Start. Leute, ihr macht mich glücklich. Ihr macht Elsi sehr glücklich. Elsi, du musst das Mikrofon benutzen, es tut mir leid. Ja, Leute, ihr macht mich glücklich. Ja. Vielen Dank. Es ist einfach geil, die Herzen kommen rein. Mega. Das ist ja mal, da kann man ruhig mal klatschen. Gute Musik wird hier geschrieben. Ich find's halt geil, dass es hier einfach so ehrlich ist, weißt du? Ja, klar. Es ist einfach so komplett ehrliche Musik. Ich nehme die Dinger mal raus, sonst schrei ich die ganze Zeit wie so ein Geisteskranker. Und alle denken, warum schreit er so? Ist ja völlig wahnsinnig. Ja, es ist der Gehörschutz, aber den braucht man. Wir haben Kriegsinstrumente. Oder? Es ist so fucking laut und vor allen Dingen, ey, was für dicke Eier hat man bitte mit diesem Ding? Also das ist ja wohl... Das ist heftig. Also ich bin auch der Einzige, der diese tiefen Instrumente bedienen darf. Mit diesen harten Schottenrohrblättern baut. Alter. Aber viele, die jetzt diese tiefen Tonarten bauen, das gibt's auch nicht viele, ja. Die nehmen halt Kunststoffrohrblätter, weil die normalen Schottenblätter kannst du halt eigentlich nicht nehmen, weil die von der Mensur halt nicht passen, okay. Auf die Länge. Aber ich habe die umgearbeitet. Dadurch kriege ich halt auch diese fette Lautstärke mit diesen tiefen Dingern hin. Das Ding hat halt echt Eier. Ey, Wahnsinn. Ja. Leute, also wir kommen gleich, wir sind noch nicht ganz am Ende, aber merkt euch nochmal, Elsi von Saltatio Mortis feiert die Band, besucht deren Konzerte, lebt für Live-Kultur, für Musikkultur, was meiner Meinung nach super wichtig ist. Und diese ganze Szene ist hardcore gebeutelt. Dementsprechend, wenn ihr Lust habt, dann holt euch ein Ticket fürs nächste Jahr oder so. Das wird bestimmt irgendwann mal passieren. Aber supportet diesen Live-Bereich. Das ist mir ein persönliches Anliegen, weil ich es einfach total geil finde. Und Elsi, ich bin so dankbar, dass du heute vorbeigekommen bist. Du bist der erste Gast hier in dieser Bude. Ja, freu mich mega. Wir haben zum ersten Mal hier gemeinsam musiziert und es war jetzt fucking warm, aber es geht schon. Es geht. Und du merkst auch, wie geil das Drumset hier drin klingt, oder? Ja, das ist einfach fett. Also dieser Raum ist einfach 1A. Chat, ich hoffe, ihr hattet mit dem Musizieren bislang schon mal Freude, muss ich sagen. ja? Nee, die Nachbarn kriegen davon nichts mit, Chat. Es ist ganz wunderbar. Vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, komm, dann gehen wir nochmal nach vorne und wir müssen noch eine Runde murmeln, ne? Ja, alles klar, dann machen wir das. Ich weiß jetzt allerdings nicht, weil ich mein Handy nicht dabei habe, was das Plattenlabel sagt. Aber solange ich das nicht lese, kann ich nichts falsch machen, Elsi, weißt du? Ja, klar. Also, ja. Im Zweifelsfall hattest du keinen Empfang, oder? Ja, ich habe mein Handy. Ich würde es auch gerne finden, ehrlich gesagt. Aber ich weiß nicht, wo es ist. Ich gucke noch einmal nach. Er hat es wahrscheinlich bewusst irgendwo liegen lassen. ich will natürlich jetzt auch nicht hier alle in die Scheiße reiten, aber es sind nun mal auch Geschenke. Was willst du machen? Es ist Weihnachten. Muss doch mal nice sein. Ja, na klar. Es wird im Auto sein. Willst du schnell ins Auto gehen? Ich kann ein bisschen... Kannst du überbrücken? Ja, na klar. Machst du eine Überbrückung? Ja, ich laber mit den Leuten ein bisschen. Ja, okay. Ich erzähle dir ein bisschen Elsie was. Leute, Elsie macht eine Überbrückung. Deswegen, dann machen wir aber den hier. Dann bist du auch hier geiler. Ah, dann mach ich auch richtig scharf. Dann will ich auch, dass du... Oh, Elsie. Nee, ich mach's ein bisschen höher. Du kannst entspannt stehen. Geil, dann geh ich kurz zum Auto und check mal die Lage ab, das ist gut. Jo, mach das. Ja, Chat, ich lass euch jetzt mit Elsi alleine, was gibt dir nochmal den Chat? Kannst du mir den ja, hoch machen? Den brauchst du ja auch. Deine Chance, den Stream zu übernehmen, Elsi. Und von hier kannst du dann die ganze Welt regieren. Es ist das Internet, du hast Zugang zu allen Atomkraftwerken. Ja, ich drücke einfach mal so Homer Simpson-mäßig irgendwo. Das ist mein Streaming-Raum, hier hast du alle Knöpfe, die du brauchst. So, und jetzt hast du dein Bild, du siehst das alles geil, und der Chat ist geil. Und das Mikro muss wieder lauter, alles klar. Turi hat vollkommen recht. Jo, alles danke, klar. Danke, Turi, sehr guter Hinweis. Sag nochmal was, Elsi. Yep, hallo. So müsste es eigentlich gehen. Hallo? Man hört euch kaum, jetzt müsste es gehen, wenn du mal erzählst. Ja, Leute, hört ihr uns jetzt? Besser, perfekt. Wunderbar. Perfekt und besser, 10 von 10, ist schon sehr laut. Okay. Aber passt. Na gut, du machst das schon. Ich mach das. Geil. So, der Krogi geht jetzt mal zum Auto, sucht sein Handy. Und ich akklimatisiere mich jetzt hier erstmal ein bisschen. Warte, wo habe ich mein Bier? Ah, wunderbar. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Bock. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt Bock auf mehr davon. Wir hoffen ja, dass wir mit Saltatio Mortis bald wieder mal irgendwo live auftreten können. Also wie gesagt, morgen ganz spontan Neumünster Valhalla Festival. Ich weiß nicht, ob es noch Tickets gibt.
Schaut mal nach, das Ganze ist 2G+, also so safe, wie man es halt machen kann. Und ansonsten, die nächsten Termine sind 18. und 19. Februar unser Jubiläumskonzert, das wir jetzt zum zweiten Mal verschoben haben, was hoffentlich stattfindet in Köln im Palladium. Und ansonsten für restliche Konzerte, schaut mal einfach auf unsere Homepage www.saltatio-mortis.com. Da könnt ihr mal drauf schauen, da ist immer alles, was gerade aktuell ist. Genau, kann sich natürlich immer wieder alles ändern, aber wir gucken, dass wir das natürlich hinbekommen. Ja, wir kommen schon in jede Ecke Deutschlands. Keine Sorge. Soweit, wie es halt geht. Zugabe, ja, ich weiß nicht. Also jetzt müssen wir natürlich erstmal uns ein bisschen akklimatisieren, weil hier drin ist ein Dunst. Das glaubt ihr gar nicht. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal bei unserem Proberaum das so schlimm war. Aber ja, wir sind halt hier auch richtig aktiv gewesen gerade. Also ich triefe wie sonst was. Lütchen fragt, was ist das für ein Dudelsack mit dem Drachenkopf, den Allee hat? Ja, es ist auch ein Mittelalter-Dudelsack. Diese Köpfe, die hat man, also da gibt es auch historische Abbildungen so aus dem Mittelalter, dass Leute so kleine Zierköpfe dran geschnitzt haben. Allee hat natürlich ein bisschen protzig, da so einen fetten Drachenkopf dran. Das ist so typisch jetzt für die Mittelalter-Instrumente. Das haben nicht alle. Das ist jetzt nicht wirklich wichtig, relevant. Das ist halt eine optische Geschichte, ob man das mag oder nicht. Es ist natürlich auch ein gewisses Gewicht, was man da mit sich rumschleppt. Ich hatte früher auch mal einen Ziegenkopf da dran. Ich habe ihn aber abgemacht, weil mir war das einfach dann auch zu schwer, zu massiv. Gibt es aber auch in klein, also verschiedene Leute, die das so bauen. So, Salome XYZ hat Karten für beide Jubiläumskonzerte. Ja, geil. Fett, freut mich. Ja, was? Metallica covern. Naja. Mit so fetten Drums, wie von Krogi, da klingt das alles schon ziemlich Heavy-Metal-mäßig. Ja, es gibt auch, wie es jetzt schon im Chat ein paar Mal erwähnt wurde, auch elektronische Dudelsäcke zum Üben. Es gibt eine sogenannte Dega-Pipe. Das ist ein Kunststoff-Chanter. Also das ist einfach so ein Teil aus Plastik. Und da sind statt der Grifflöcher, sind da Elektroden drauf. Da sind Kontakte drauf. Du hast hinten einen Kopfhöreranschluss. Kannst hier Kopfhörer reinstecken, ist eine Batterie drin. Und dann kannst du mit Kopfhörern still vor dich hindudeln. Ist jetzt, sagen wir mal, zum Lernen nicht wirklich effektiv, weil es ist ein ganz anderes Spielgefühl, aber die Dinger benutzen wir selber im Studio, um neue Melodien zu üben oder wenn wir unterwegs sind, um mal schnell was auszuprobieren. Dafür ist es halt super praktisch. Du hast da auch einen MIDI-Anschluss dran, das heißt, wenn du jetzt selber auch schon mal was komponiert hast, Musikprogramme auf dem Rechner hast, kannst du da direkt über eine Soundkarte dann dir deine Melodien auch einspielen. Du hast da verschiedene Tonarten, verschiedene Sounds, die man da einstellen kann. Gibt es auch in groß als Red Pipe. Das Ding heißt Red Pipe. Ist auch ein großer elektronischer Dudelsack mit Bordunen und das funktioniert auch über einen Drucksensor, der da drin ist. Also das habe ich mir sagen lassen, ist eine Mechanik so von Herzschrittmachern, die da halt diesen Sack dann aufpumpen. Und da kann man dann auch mit dem Druck dann so die Lautstärke variieren und beziehungsweise die Intonation. Also ja, ich sag mal, zum Üben ist es nicht geil. Es ist ein witziges Spielzeug, wenn man jetzt keinen Bock hat oder nicht die Möglichkeit hat, immer so laut zu spielen, weil die Dinger sind halt schon echt schweinelaut. Ne? Dafür ist es gut. Ich selber bin jetzt aber dann so vom Spirit her nicht so hinterher. So, das ist, ich würde es auf der Bühne nie spielen wollen. Also dann kann ich mir auch mit dem Keyboard hinstellen. So, das hat eigentlich nicht wirklich viel mit Dudelsack zu tun noch. Ja, genau. Der Erik von Subway to Sally hat auch so einen Dudelsack. Richtig. Ja, das ist so ein bisschen Philosophiefrage. Wie bin ich dazu gekommen, Dudelsack zu lernen? Ja, natürlich wie viele, einfach weil ich Bock auf diese Mittelaltermusik habe und gekriegt habe. Weil ich diese Musik, als ich die das erste Mal gehört habe, gemerkt habe, so, das macht was in mir, das löst was in mir aus. Das ist so archaisch und mystisch. Es hat so einen ganz eigenen Sound mit diesen Rhythmen, mit diesen tiefen Trommeln, mit diesem Bordun-Ton, also diese Bordun-Musik an sich, das ist ja so ein bisschen meditativ wie so ein Om, ist wirklich so, das macht was mit einem so innerlich so. Im Endeffekt habe ich viel so Mittelaltermusik dann selber gehört von Bands, die es halt dann so in den frühen 2000ern gab, die es auch immer noch gibt. Und ja, das hat mich halt dazu bewegt, dann mal wieder so die alte Blockflöte aus dem frühen Christenlehreunterricht wieder rauszukramen
Und dann einfach mal angefangen, so zu einer CD, so nach Gehör einfach zu spielen. So und geguckt, so, okay, wie ist die Griffweise auf so einer Blockflöte? Und dann einfach mit so einer Blockflöte angefangen. Wenn ihr so ein Ding zu Hause noch rumliegen habt, irgendwo auf dem Dachboden oder im Keller, und ihr Bock habt, so mal Dudelsack-Melodien zu machen, und probiert einfach mal aus, locker drauf los, so ein bisschen nach Gehör, da so Melodien nachzuspielen. Weil wenn man ein bisschen so die Melodien sich merkt, kennt, so weiß, wie so eine Flöte funktioniert, wenn man sich damit beschäftigt, dann ist es gar nicht so schwer, so nach Gehör einfach mal zu spielen. So, und das Ganze, ja, so auch ohne Noten zu lernen. Also ich habe es auch ohne Noten spielen gelernt, ja, so autodidakt, so einfach. Ja, und ansonsten gibt es hier, das habe ich jetzt auch mal mitgebracht, das ist ein Practice Chanter. Das ist so die einfachste Möglichkeit im Dudelsack-Bereich anzufangen. Also eine Übungspfeife, das Ganze ohne Sack, ohne Bordunpfeifen, das ist wirklich nur, um Melodien zu üben. Ah, und das habe ich gesehen, ja. Ja, ähnlich leise wie das Hümmelchen. Können wir kurz eine Frage aus dem Chat aufgreifen? Ja. Kannst du mal einmal den Namen vorlesen und die Frage? So, Tourist Histories. Wenn man als Dudelsackspieler beim Arzt so einen Lungenfunktionstest macht, kriegt man da Komplimente? Also, das ist eine gute Frage. Also bisher, ja, ich glaube, ja doch, ich habe schon mal. Ich habe schon mal vom Lungenarzt, ich war einmal beim Lungenarzt, der hat das tatsächlich festgestellt. So, das Lungenvolumen ist tatsächlich ja, besser, größer. Ja, größer. Also man trainiert das. Mein Lungenarzt, bei dem ich war, der heißt übrigens Dr. Pumpe. Nein, nein, ja, wirklich? Ja. Shoutout Dr. Pumpe, gute Arbeit. Paradoxe ist, so vor einer ganzen Weile waren alle Dudelsackspieler bei Saltatio Mortis auch Raucher. So, also alle die... Beste Kombination. Rauchen und Dudelsackspiel. Beste, ja, Kombi, natürlich. Ja, also einer meiner Bandkollegen, der hat irgendwie 10 Jahre lang nicht geraucht. Und dann hat er wieder angefangen. Oh, geh mal zu Dr. Bombe. Ja, also generell, Rauchen ist schädlich. Sollte man auf keinen Fall machen. Außer Philip Morris. Die sind richtig geil. Kleiner Scherz. Hast du da irgendwie... Nein, Quatsch. nee. Aber ich sag mal, jetzt so direkt, dass es da einen krassen Einfluss gehabt hat aufs Spielen, habe ich jetzt nicht so gemerkt. Aber generell sollte man es natürlich einfach nicht machen. Ne? Also es geht da natürlich dann auf den Kreislauf. Wenn du halt dann so ein 2-Stunden-Konzert spielst, bläst du statistisch gesehen 20 Luftmatratzen auf. 20? Ja. Warum warst du noch nie bei Wetten, dass? Ich wurde noch nicht eingeladen. Ich wette, dass ich in, wie lange geht ein Konzert? 60, 90 Minuten, sowas? Ja, je nachdem, manchmal auch 2 Stunden, ja. Okay, wir ist eine Wette, wir müssen es komprimieren. 60 Minuten, wie viele Luftmatratzen? 20. Ja. Ja. Nächste Saalwette bei Wetten, dass. Elsie von Samo ist im Saal und sagt, ja, ich schaff das schon. 60 Minuten, 20 Luftmatratzen, hau ich dir weg. So. Aber die müssen explodieren. Ach, scheiße. Ja, also dann würde ich wahrscheinlich eher explodieren. Das gab es schon mit Wärmflaschen, das habe ich gesehen. Aber die Wärmflasche, Elsie, die war nicht einfach nur im Mund. Die ist nicht so... Nee, pass auf, die war über einen Feuerwehrschlauch verbunden. Du musst erst den Feuerwehrschlauch aufblasen und dann die Wärmflasche. Das ist ein sehr gutes Training. Wer Schwierigkeiten hat, mit dem Dudelsack so den Druck zu halten, trainiert es so. Ja. Wie bist du generell zur Musik gekommen, wird noch gefragt. Gute Frage, glaube ich. Generell zur Musik, ja. Im Endeffekt ist Mittelaltermusik so die Musik. Also ich habe vorher auch schon ein bisschen Musik gemacht. Ich habe, wie gesagt, so Christenlehreunterricht mal 3 Jahre Blockflöte. Da habe ich gemerkt, so das ist nichts, da lerne ich halt nicht viel. Mhm. Ich habe Keyboardunterricht gehabt, 5, 6 Jahre in einer Musikschule, an der Schule. Das war aber alles nicht so meins irgendwie, und dann bin ich halt so, meine Eltern haben mich halt immer so in die ganzen Musikunterrichtsdinger so gesteckt, so, hey, der Junge muss doch mal irgendwie was finden. Aber jetzt eigentlich gute Sache, ne? Also und das habe ich so für mich selber entdeckt, so, weil wie gesagt, Bock auf diese Mittelalter-Szene, auf die Musik, und weil ich gemerkt habe, so, das ist nicht nur so, dass es mir gefällt, so rein, also dass ich so kognitiv merke, dass es mir gefällt, sondern du spürst es richtig. So, das geht richtig rein. Du merkst da so eine Vibration. Das macht was mit deinem Brustkorb. Ich verstehe das, ja. Und du denkst so, okay, fuck, geil, krass. Das bin ich. Was so, ist ne? das? Ja. Was ist das für eine krasse Urenergie? Ja. Genauso wie so ein Lagerfeuer, ne? An einem Lagerfeuer zu sitzen, ist halt auch was, du musst halt ins Feuer starren. So in der Kälte draußen nachts in so einem Lagerfeuer da reinzustarren, das macht was mit dir. Absolut. So, und das ist mit der Musik genauso. Also das ist hypnotisiert ein. Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen, aber ich muss sagen, was du gerade beschreibst, haben wir gerade gemacht. Du hast einfach alte Melodien gespielt, alte Klänge hervorgezaubert. Und es hat am besten funktioniert, einfach nur mit Stammtom. Einfach nur mit der Trommel. Ja, das ist halt tief, das geht halt rein. Das ist auch Vibration. Genau. Und gerade weil ich halt eben so die hohen Frequenzen abdecke, so, wenn du da halt so einen tiefen Teppich drunter machst, also die ersten Mittelalter-Bands, die so in Mitte 90er angefangen haben,
Die haben keine Becken gehabt. Nee, glaube ich. Ja, die haben wirklich nur so Kesselpauken und selbst zusammengezimmerte Bass. Einfach nur Uts, 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 Uts. Und das ist das Geilste, ja. Also, so ein schöner Vergleich von dir wird gerade gesagt mit dem Feuer und der Mittelaltermusik. Ja, stimmt schon. Fiel mir halt jetzt gerade ein hier. Naja, klar. Aber ich habe diesen Effekt ganz oft. Ich gucke mir auch gerne irgendwie einen See an oder ein Aquarium oder so. Einfach, weißt du, das ist ja auch, ich weiß, das Feuer hat was ganz Besonderes. Aber diese... Sich so zu verlieren in einer Sache, das hat ja auch was damit zu tun, dass man irgendwas aufgeht und aufblüht. Ja. Verstehe ich komplett. Mega, mega, das ist es halt. Ja. So, pass auf. Leute, ich hab mein Handy wieder. Und, okay. Und dein Plattenlabel hat sich gemeldet. Oh. Und das Plattenlabel. Chat, was glaubt ihr? Was glaubt ihr? Erstmal lieben Gruß natürlich von Sven, ne? Ist klar. Okay, geil, ja. Danke. So, was glaubt ihr, Chat? Glaubt ihr, machen wir noch eine Verlosungsrunde oder nicht? Was glaubt ihr? Hä? Auch so bezeichnet Play, da wird schon rein. Na klar, das Label hat gesagt, ich sag's euch, war richtig geil. Okay. Aber Sven hat gesagt, er hätte sich ja für das Metallica-Bundle entschieden. Okay. Also das war die Antwort. Also Chat, geil, ey, Glückwunsch nochmal an Cat und dann machen wir noch eine Runde, oder? Okay, machen wir. Ich finde, das wäre jetzt ein sehr guter Abschluss, wenn wir nochmal die Leute glücklich machen. Nicht nur mit deiner Anwesenheit, mit Musik, sondern auch nochmal was mit was Haptischen, was zu Weihnachten, so finde ich geil. Ja. Komm, wir machen was jetzt. Ich hole die Stühle jetzt nicht rein. Wir bauen uns jetzt hier so eine kleine Höhle. Ja, das machen wir so. Also, Chat. Das heißt, wir können nochmal eine geile Murmelaktion starten. Das machen wir jetzt auch. Ich starte hier schon mal einen random Track. Ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt. Wir sind jetzt super viele Leute geworden. Ihr könnt gleich ein super krass limitiertes und wertvolles Vinyl-Set euch ergaunern, sage ich mal. Das könnt ihr verschenken zu Weihnachten, weil es eine wunderbare Website gibt, auf die ich gleich eingehen werde. Aber wir machen das Auslosungsverfahren, weil nur noch eine Person darf was bekommen. Ja. Machen wir über Murmeln. Das klassische Internet-Auslosungsverfahren, Internet-Glücksspiel gleich Murmeln. Deswegen starten wir jetzt mal direkt das Ingame. Ihr könnt jetzt hier rein mit Ausrufezeichen Play. Warte, wir müssen die Kamera wieder anders einstellen. Will sie das jetzt unsere... Von Saltatio Mortis gibt's auch. Hab ich schon geguckt. Ja. Ihr seid da auch drin. Oh, geil. Man muss nur die richtigen Begriffe auswählen. Irgendwas mit sehr pervers sein und Haustier. Dann kommt vom Preis her sehr billig. Preis sehr, sehr, sehr günstig. Ja, absolut. Dann alles muss raus. Guck mal, wie jetzt die Leute Bock haben, weil sie beim ersten Mal gesehen haben, fuck, das ist ja richtig heftig. Ja, ja. Also, wer dabei war, der gesehen hat, was da wirklich für Werte drin stecken, wir hauen heute richtig raus. Du hast aber eben auch gedacht, what the fuck, was geht jetzt ab, ja, oder? Ja, 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 mega. Ich hatte auch kurz Panik. Es lohnt sich. Ich hatte auch kurz Panik. Deswegen war es mir wichtig, einmal aufs Handy zu gucken. Aber okay. alle sind happy. Richtig gut. Mega. Ja, richtig geil. Richtig geil. Und merkt euch aber auch die Seite, weil das ist ein gutes Geschenk. Das meine ich jetzt auch wirklich ganz ernst. Musik zu verschenken ist einfach geil, funktioniert immer, hat man immer Freude. Und gerade auch in dieser manchmal doch eher tristen Zeit, in der wir gerade leben, ist doch Musik immer was Schönes und heitert einen auf. Und das haben wir heute ja auch wieder gemerkt, wie geil das ist. Wenn man einfach mal ein bisschen klimpert oder Musik hört, der Chat war ja auch begeistert. Also das haben wir auch irgendwie geschafft, es zu übertragen, obwohl ja viele Kabel und Entfernungsmeter dazwischen liegen. Finde ich immer sehr beeindruckend, muss ja, ich sagen. Ja, also dass das geil, dass sowas geht heutzutage. Also dass das alles so, es ist natürlich auch viel Arbeit, viel Aufwand, aber das macht man ja auch mit Liebe, weil man halt Bock drauf hat, weil man die Leute dran teilhaben lassen will. Ja, total. Wenn halt nicht irgendwie live, wenn es halt eben gerade nicht geht, fuck it, dann kriegen wir es auch anders hin. Absolut. Und genauso, das ist ja auch die Einstellung, genauso muss es laufen. Wir haben übrigens jetzt schon 230 Murmeln. Wir sind immer noch 1034 Leute gerade im Livestream. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon eingepennt sind, aber wenn ich du wäre, sage ich dir ganz ehrlich, würde ich jetzt Ausrufezeichen Play eingeben, weil es gibt einfach wirklich einen krassen Gegenwert. Und jetzt sind auch schon die Zuschauerzahlen wieder gestiegen. Siehst du, wo es hier um Murmeln geht? Also ich würde euch empfehlen, dass wir die 500 voll machen, weil es gibt einfach nur noch diese Runde. Und ich fühle mich hier schon so ein bisschen wie heißt der Sender, wo es nur so Verkaufsscheiße gibt, 9 Live, ne? QVC. QVC. Oder so. Ja, ich weiß, gleich schlägt der scheiß Button zu, Leute, und dann ist jemand dran. Dann müsst ihr hier was wünschen. Wichtig ist nur, dass ihr mir hinterher eine Adresse gibt, wo das Ganze dann hingeschickt wird. Das ist mir wichtig. Machen wir über PM. Caro ist, glaube ich, nicht mehr da. Die Liebe, weiß ich auch nicht. Hab jetzt lange nicht drauf geachtet. Falls doch, könnt ihr auch ihr schreiben. Aber gleich wird der fucking Hotbutton wieder zuschlagen, Elsie. Mhm, und das ist das Schlimmste. Aber Soon ist da. Soon könnte auch die Adresse bestimmt annehmen. Statt dem Hotbutton, aber bitte einen Hot-Doodle-Sack. Ja, wenn dann aber einen Hot-Doodle-Sack. Ja, klar. Okay, jetzt sind wir... Komm, wir machen zumindest 300 voll. Also Chat... schreibt in Chat jetzt Ausrufezeichen Play. Keine Sorge für all die es nicht kennen. Das bedeutet nur, dass ihr innerhalb dieses Spieles eine virtuelle Murmel bekommt. Natürlich ist das kein Scam, es kostet nichts. Es ist nur eine Methode, eine Murmel festzustellen, eine Teilnehmerin, einen Teilnehmer festzustellen, den wir
oder die wir glücklich machen. Und das kannst du ja auch als Geschenk benutzen. Du musst es ja auch nicht mal selber haben. Genau, genau. Oder halt eben, dass ihr euch auf die Seite einloggt, dass ihr da drauf geht und für eure Liebsten ein Geschenk aussucht. Der Mann hat es fucking verstanden. Also ihr könnt da nicht nur jetzt was gewinnen, sondern ihr könnt auch selber für eure Liebsten und da was besorgen. Und das ist der Kern von Werbung. Ja! So, absolut. Guck mal, wir sind jetzt schon gleich bei 300. Ja. Krass. Wir haben die 300-Marke geknackt. Die 300er. Ja, ich find's krass. Also normalerweise müssten wir, ich weiß nicht, ob alle jetzt das noch raffen, was wir vorhaben. Es ist auch schon 10 vor 12. Aber es kommen noch ein paar rein. Solange hier immer noch so ein paar reintüdeln, geben wir noch die Chance. Können auch noch 2 Minuten überbrücken. Hier wird eine Frage gestellt. Irgendwo sieht man euch beim MPS. Habe ich irgendwie gelesen. Weiß ich nicht, habe ich das richtig formuliert? Gibt's das MPS? Ja, das MPS gibt's. Also das sieht man euch das wird höchstwahrscheinlich natürlich auch nächstes Jahr noch geben. Und sobald Termine bekannt werden, die halt fest sind, wo wir fest dabei sind, stehen die auf unserer Homepage. Also geht auf www.saltatio-mortis.com und schaut da drauf, weil da sind immer alle Termine, die auf jeden das Fall machen fix wir. Sind. Komm, das ballern wir auch eben nochmal kurz rein. Dafür haben wir doch hier die Hoheitsgewalt über diesen Stream, ja. Weißt du? Saltatio-mortis.com ist alles richtig geschrieben, ja. Sieht gut aus, wird reingeballert, geht da mal drauf, freut man sich. Leute, wir sind 316 Murmeln. Ich würde sagen, bei 320 drücke ich einfach auf Start, weil wir haben lange noch gewartet. Wer es bis dahin nicht gepeilt hat, kann ich auch nicht ändern. Ich kann doch nicht alle. Ich fühle mich wirklich wie bei 9 Live. Ich kann doch nicht allen Leuten zu ihrem Glück verhelfen hier, meine Damen und Herren. Wer jetzt nicht reintritt, hat ein Problem. So. Jetzt haben wir's. So, alles da. Start jetzt. Wo ist die Maus? Elsie, sag's mir. Wo ist die fucking Maus? Da ist sie. Warum ist die nicht in diesem Spiel? In deiner Hand. Warum ist die nicht da? Wo ist das Spiel? Moment, da muss ich hin. Alles da, Start, los geht's. Leute, es geht hier um euer Weihnachtsgeschenk oder für eure Liebsten, nur geil auf jeden Fall. Jetzt noch mal gucken, was hier passiert. Also es sind auf jeden Fall mehr Murmeln am Start, 321 Leute, sehr gut. Potenzielle Gewinner, Girls and Boys und Murmeln vor allen Dingen. Da fallen sie runter, wir wollen uns erstmal das Ziel angucken. Das Ziel ist da vorne, ist natürlich ein Eislevel. Ist ganz klar, muss Eislevel sein, weil es ist Winter. Und da ballern sie runter. Alter. Ja, das ist geil, ne? das ist richtig Krieg, ey. Hier geht's richtig ab. Turi fällt auf. Und Mr. Flay fällt auch auf. Turi ist VIP hier im Stream, hast du ja schon gemerkt, da kommen die guten Fragen her. Deswegen, Er hat sich auch schön brav in die letzte Reihe. Ja, aber Turi hat vielleicht so Skills, vielleicht kann sie noch boosten, man weiß es nicht. Okay. Guck mal, der Check geht schon nach, Boost, Alter, Boost! Warum bin ich nicht vorne? Ich will einen scheiß Preis haben, ey! So, ja, das ist halt so, das ist Murmeln. Murmeln ist immer ein bisschen Krieg, aber Fetti Spaghetti macht das gar nicht schlecht, hat gut trainiert. Samse 17 ebenso und hier auf der anderen Seite haben wir Sascham. Diese drei Murmeln haben auf mich schon mal einen guten Eindruck hinterlassen. Jetzt hier raff ich erstmal nichts, wie es weitergeht. Ich glaube, es ist einfach nur eine kleine Kurve. Aber Sascham zieht hier vorbei. Guck mal, Abpraller. Hast du das gesehen? Ja. Sascham hat sich ganz klar momentan durchgesetzt und kommt hier gut in die nächste Kurve rein. Aber auf der anderen Seite haben wir noch Octomane und Puppet Master. Also man weiß noch nicht genau, wie es passiert, was hier abgeht. Turi ist irgendwo jetzt ein bisschen weiter vorne tatsächlich, also ist nicht mehr ganz hinten. Das ist immer spannend, das überschneidet sich auch, da ja, hier ist richtig. Kugeln gegeneinander. Guck mal, jetzt haben wir Mr. Mayonnaise Germany vorne, wer hätte das erwartet? Niemand. Niemand hätte erwartet, dass wir hier, und Tira Krog, hätte kein Mensch erwartet, dass es hier so abgeht. Mr. Mayonnaise Germany ganz weit vorne gerade, wird aber da hart gebremst. Buttermaschinen und Mühlmann sind auch noch. Ja, sind auch noch. Weit vorne. Guck mal, jetzt, da jetzt sind aber die Hindernisse. Hier, das ist schwierig. Da kannst du nicht mit der Murmel einfach so gegenballern. Hier, Buttermaschinen ist einfach hängen geblieben. Da fragt man sich hinterher, woran hat es gelegen? Aber es ist einfach hängen geblieben. Dann haben wir vorne noch, guck mal, Momentum ballert hier schön rein und macht jetzt erstmal souverän. Aber wir haben noch so ein Element hier unten. Das wird nochmal viel entscheiden, denke ich. Und da unten haben wir auch noch eine Kreuzung. Also ist noch nichts. Ich bin gespannt. Und da haben wir noch die Schneeflocken. Siehst du, die sind ganz gefährlich. Also ist noch gar nichts gewonnen oder verloren. Vor allem Don Trippi ist gut durchgekommen, hängt jetzt aber hier fest an der Ecke. Und jetzt muss man natürlich gucken. Bringt Don Trippi das Momentum ins Ziel mit dieser Mordsgeschwindigkeit? Reicht das? Reicht das bis zum Ende? Don Trippi denkt sich jetzt schon, ja geil, ist ja wie beim Pferderennen, ich habe richtig Bock, bin gleich im Ziel, aber jetzt kommt erstmal die Schneeflocke und hier kann man natürlich auch, guck mal, das muss man erstmal schaffen. Da wird man zurückgeworfen. Oh. Siehst du das? Er ist nicht souverän durchgekommen. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Ah, Don Trippi hat auf jeden Fall noch... Weitwege. Es ist auch eine sehr große Karte, muss man sagen. Es ist auch das letzte Rennen, ne? Weißt, da muss man einfach noch ein bisschen mehr liefern. Don Trippi, das müssen wir spannend machen. Aber du musst schon, du siehst schon, Domentum ist besser durchgekommen als Don Trippi. Wer hätte das erwartet? Domentum ist gerade... Oh, sind gleich auf. Alter Schwede, was geht ab? Domentum oder Don Trippi? Don Trippi. Nee, Domentum bleibt hängen. Don Trippi ist wieder vorne. Und gleich haben wir die Zielgerade. Don Trippi ist zurückgefallen. Don Trippi. Domentum führt gerade. Don Trippi ist wirklich die letzte Kreuzung. Alter, es ist einfach geisteskrank. Es ist geisteskrank, was hier passiert. Und jetzt ist die Frage, wird
Momentum über pacen, sagt man ja. Aus dem Ziel hinausschießen, man weiß es nicht. Aber Momentum macht es. Momentum macht es. Herzlichen Glückwunsch, Momentum. Wahnsinn. Glückwunsch. GG, Momentum, Don Trippi, lange vorne gewesen, hat nichts gebracht. Die anderen Murmeln, ja, komm, jetzt erst. Guck mal, wir sind immer noch bei Platz 3. Ist noch so, nicht drin. Jetzt Lobby und Death King sind auch ein Ziel. Ja, jetzt komm mal, Braxas, jetzt kommen die nächsten rein. Wie gut Momentum und Don Trippi waren. GG, guck mal, da kommen überall GGs rein. So, hinten nur Loser. Ja, so ist es. Okay, dann machen wir es jetzt mal zu Ende. Also das Rennen, das, ja, gucken wir noch mal ganz kurz, wer hin ist. Ich mag das auch ganz gerne gucken, wer die letzten Murmeln so sind. Hier so Rolf, der Braumeister, Name ist Programm. Ja, mit Hauptsache genannt werden. Ja, absolut. Andi 1. Stockbrot haben wir hin. Und jetzt kommt die Feuerwalze. Da wollen alle Murmeln noch mal schnell fliehen. Wobei, ist es egal. Sind eh Verlierer, Murmeln, ne? Es kann nur eine Murmel gewinnen. Ja. Deswegen ist ja, es dann... Guck dir diesen Auflauf da unten an. Ja, es ist einfach... Ja, das sind alles Dudelsack-Spieler und Spielerinnen. Das ist halt so ein richtiger Speichel. Das stelle ich mir... So eine Speichel-Community, weißt du? Ein Speichelpool. Warum sieht man meinen Namen die ganze Zeit? Fragt Mr. Flay. Ich glaube, weil du auf dieser Map irgendwie schon mal gut abgeliefert hast. Weiß ich aber auch nicht. Ist jetzt meine Interpretation des Ganzen. Freut dich doch, Mr. Flay. Ist doch schön. Also, Momentum. Du wirst dazu durchgeführt. Herzlichen Glückwunsch. Ich brauche jetzt deinen Chat, den habe ich aufgemacht. What? Exakt. Und pass auf, jetzt geht's nämlich hier Schlag auf Schlag weiter. Jetzt sind wir nämlich hier. Also, wir haben schon mal, wir müssen von vorne starten. Wo ist die Website? Die ist hier hinten. Momentum, wir brauchen dich jetzt. Also, Leute, die Website heißt schenkemusik.de. Ich starte sie nochmal von vorne, weil ich weiß nicht, ob ich mache mal einen Reload, ja? Schenke-musik.de. Ich möchte es einmal in den Chat schreiben. Da bin ich finde das so geil, dass wir diese Sachen rausballern dürfen. Deswegen bin ich da nicht zu schade drum, das nochmal reinzuschreiben. Ist wirklich geil. Also es ist wirklich heftiger Shit. Schenke-musik.de. Und deswegen danke Elsie, danke an dein Label. Sehr, sehr geil. Schenke-musik.de. Und jetzt geht's los, Momentum. Wir brauchen dich. Es geht hier los mit Start. Für wen willst du das Geschenk haben? Feste Freundin, fester Freund, Freundin, Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel war's, glaube ich. Das musst du jetzt erstmal uns erzählen. Bitte, ist wichtig. Also Onkel, Haustier war, glaube ich, Haustier auch noch. Geht auch noch. Stimmt, du hast recht. Kind, Kollegin, Romanze und Haustier. Momentum, du bist dran. Ich habe deinen Chat auf, ich kann alles lesen. Du musst jetzt aber mitspielen. Sonst gehe ich unmittelbar an Don Trippi weiter. Und Don Trippi wetzt schon mit den Fingern für den Preis. Es kommt wirklich nur geiler Scheiß hierbei rum. Freundin. Okay, Freundin, weiter geht's. Dann Musikstil für die Freundin. Pop, Rock, Hip-Hop, R&B, Blues, Funk, Metal. Ich muss weiterklicken. Klassik, Dance, Elektronisch, Indie, Soul, Chillout, Ambient, Gaming. Übrigens, man kann auch mehr Sachen anklicken. Das habe ich eben nicht erwähnt. Das geht natürlich auch. Wenn du sagst, naja, ich bin nicht sicher, ob ich doch Metal oder R&B brauche, dann kannst du dich entscheiden. Aber hier wird ganz klar Metal geschrieben von Momentum. Alles klar, weiter geht's. Preis ist wieder mal, ist deine Entscheidung. Ich weiß nicht, ob du es eben gesehen hast, da habe ich das ein bisschen zu sehr geprimed, aber du weißt, du kriegst ein Geschenk für die Freundin und da will man ja auch nicht unterbieten. Also es ist ja wichtig. So, ist deine Entscheidung. Du hast hier volle Auswahl, was du haben möchtest. Ich klick das einfach nur für dich an. Ich klick das einfach nur für dich an. Momentum. Und dass du lange überlegen musst. Ich denke, die Antwort ist klar, ne? Die Antwort, ja, ich werde es nicht ausfüllen, wenn da nichts kommt. Ich mache das alles, was Momentum sagt. Wirklich? Also wir haben letztes Mal, glaube ich, auch nicht die Kategorien genannt. Also es gibt einmal die Kategorie 5 bis 20 Euro, 20 bis 40 Euro, 40 bis 70 und 70 plus. Okay, 70 plus. Außer 70 plus gibt's nichts. Alles klar, wird ausgewählt. Dann keine Ergebnisse. Warum gibt's hier keine Ergebnisse? Was haben wir falsch gemacht? Vielleicht gibt's bei Metal keine Sonderedition. Das kann sein, guck mal. Das kann sein. Nimm noch eine zweite Kategorie dazu. Oder ist die Freundin? Vielleicht will die Freundin das nicht? Jetzt haben wir ein Problem, Momentum. Ja, das ist nur bei Freundinnen. Bei feste Freundinnen ist die Auswahl eingeschränkt. Das können wir noch probieren, aber merkt schon. Nee, ich denke mal, das liegt dran, weil das andere Preis, ne? War viel Rock. Da war ich meine, das war ja auch Metal echt dabei. Heftig, ne? Also willst du jetzt erwarten, das von Rammstein 500-Euro-Package zu nehmen? Na, die Frage ist ja, bist du damit zufrieden? Mit dem, also ich meine, 40 bis 70 Euro ist jetzt auch nicht scheiße. Im Endeffekt gibt es ja auch nur eins zur also, Auswahl. Ne? Also, es gibt keine Auswahl wirklich dann. Das ist halt die Frage, ne? Aber also, wir können gerne noch was anpassen. Also Momentum. Geringerer Preis. Rock geht aber auch, schreibt er. Rock geht aber auch. Dann machen wir den hier nochmal. Rock geht aber auch. Ja, Rock war ja viel eben. Das haben wir gesehen. Und kommt was? Muss ich was aktualisieren? Da muss er noch mal. Ja, da war. Guck ja, mal. Da kommt viel. Da sind wir wieder in der Kategorie mit Rock und Freundin.
Sehr, sehr schön. schenke-musik.de. Jetzt hast du aber, guck mal, da waren wir aber nochmal gütig. Und jetzt guck nochmal fein durch. Also, Nirvana, Bub, Rolling Stones haben wir drin. Also Rock ist natürlich viel, Beatles. Also es ist, wie gesagt, nur geiler Scheiß. U2, Kiss, Beach Boys. Es ist einfach eine mega geile Idee. Rick Gallagher. Ja. Schade. Achso, Freundin, nicht feste Freundin. Das war, da hätten wir mehr machen sollen. Ich glaube, das aber ganz, ist wirklich so den... Darf ich mal kurz was dazu sagen, weil jemand schreibt spärlich. Jetzt mal ehrlich, wer von euch erwägt wirklich einem, weiß nicht, als Geschenk ein Package für, sagen wir mal, 200 Euro zu kaufen, Musikpackage? Ich glaube, die Auswahl in dem Segment, wo man Geschenke wirklich sucht, ist auf jeden Fall vorhanden. Möchte ich diesen kleinen Gedanken, Anschub möchte ich nochmal kurz reinbringen. Das funktioniert auf jeden Fall, bin ich von überzeugt. Und dementsprechend gehe ich aber nochmal hier auf mehr, dann kannst du dir was aussuchen. Ja. Aber jetzt hier für Domentum ist das natürlich vollkommen, vollkommen in Ordnung. Skandal! Es liegt an der Freundin-Auswahl, schreibt Vinyl Hippo. Ganz Roses Queen haben wir noch, Metallica. Ja, Metallica ist natürlich auch Queen, obergeil. Insgesamt vier verschiedene Beatles, Dire Straits. Ich meine, guck dir das Set ist wirklich godlike. Das ist wirklich. Das sieht auch schon geil aus, wie das so auch so drapiert ist, ne? Ja, ohne Scheiß. Das ist schon ein Altar. Domentum, guck nur. Ich verstehe, dass du eine Sekunde brauchst. Ich kann das wirklich verstehen. Ich scroll noch ein bisschen nach unten. Oder habe ich doch... Ah, nee, jetzt hast du noch mal von vorne angeklickt. Och, ich bin ein... Ist alles ich weg. Bin ein Dummkopf. Aber ich krieg das hin. Das lag ja wohl an mir, an meiner Dummheit. Pass auf, ist kein Problem. Wir haben gesagt, feste Freundin. Dann haben wir gesagt, Rock und Metal. So. Und dann haben wir gesagt, die teure Scheiße, gib mir die Ergebnisse, dann sind wir wieder. Jetzt will ich noch mal unten, was ich eben vergessen habe. Stimmt, ich habe einfach... Grün und Rot verwechselt. So, jetzt haben wir es aber alles. Guck's dir an. Momentum. Ich mach's ganz leise. Rise Against mögen auch viele hier im Chat. Weiß ich. Du kannst dich ja auch immer so ein bisschen angucken. Ne? Das sieht schon echt alles sehr edel gemacht aus. Das ist einfach der Shit. Das sind doch geile Geschenke. So. Ja, na klar. Ich denke, Metallica Ride the Lightning geht klar. Voll, die Formulierung ist auch richtig. Ich denke, ich als Gewinnertyp für meine Freundin bin damit zufrieden. Wo haben wir es denn? Habe ich es jetzt doch nicht ausgewählt? Beatles? Ich weiß nicht, vielleicht musst du mehr aufklappen unten? Ja, gibt's gar nicht mehr. Nee, da sind jetzt auf einmal nur 20. Das sind andere Sachen. Ich habe irgendwas falsch gemacht. 70, mehr, guck mal, 70, da haben wir Rock und Metal. Vielleicht machen wir auch noch die Freundin. Feste Freundin will kein Metallica vielleicht. Das kann ja sein. Beatles? Ach so, Ergebnis müssen wir nochmal anpassen, ne? Ja, genau. Ja, jetzt ist es wieder 43. Ja, genau. Das war die Freundin. Die feste Freundin hat es zerstört. Darf man seiner festen Freundin keine Metallica-Box schenken? Es ist verboten. Es ist verboten. Ist zu hart. Da gibt es nur Stress. Wenn du es... Da ist es. Guck mal. Geiles Ding. Ja, alles klar. Das ist Hammer. Das ist einfach ein richtig geiles Package. Super special. Ich hoffe, du freust dich, Domentum. Unter mehr zu finden, wird da geschrieben. Domentum, ey. Herzlichen Glückwunsch. Chat ist doch geil. Einmal GG und Herz für Domentum. Das ist doch wohl nur heftig. Und merkt euch einfach die Website. Mega. Freundin, nicht feste. Perfekt, ihr seid die geilsten. Schick Soon oder mir bitte deine Adresse, dann leite ich das weiter. Und das ist einfach ein richtig fettes Ding. Also heute gab es ja einfach nur geile Sachen. Tut mir einen Gefallen, Chat. Merkt euch die Website schenke-musik.de. Ist einfach echt cool, kann man sich mal durchklicken. Finde ich einfach so Last-Minute-Weihnachtsgeschenke, finde ich einfach für Musik. Wir sind Musikfreunde, kann man mal machen. Genau. Also beste Möglichkeit, Musik zu verschenken. Ist so. Punkt. Bei normalen Freundin darf man nicht den Lightning riden. Gute Formulierung. Ey, Chat, ich weiß nicht, habt ihr noch was zu sagen? Elsie, ich fand, wir haben einfach viel abgerissen heute. Mega. Ich fühl mich so, als hätten wir alles gemacht, was wir machen müssen. Wir haben einfach musiziert, du hast mir was über den Dudelsack erklärt, du hast so super viel Insights gegeben. Du weißt, was du zu tun hast? Ich werde das richtig viel üben. So. Okay. Und die nächste Session, ich weiß ja nicht, wann du wieder in der Gegend bist, aber du bist natürlich herzlich eingeladen. Ich komme gern wieder. Ich liebe Hamburg, ich liebe den Norden. Ich bin immer gern wieder da. Chat, ist Elsie, darf Elsie wiederkommen? Also jetzt mal, ich weiß, das ist eine rhetorische Frage, aber ich will einfach nochmal so ein bisschen Liebe aus euch rauskitzeln, weil ich das einfach geil finde, dass er gerade hier ist. Ja, also deswegen, ja, guck mal, da kommt das Jahr rein natürlich, war ein Mega-Stream auf jeden Fall, morgen nochmal, klaro, und sehr, sehr gut. Und jetzt mache ich noch was Eigennütziges, weil dieses Video werde ich hochladen auf YouTube, auf den YouTube-Kanal, und da gebe ich euch auch noch einmal einen Link rein, damit ihr wisst, wo ihr hin müsst, weil ich baue mir ja auch gerade diesen Kanal ein bisschen auf und möchte einfach auch, dass es da ein bisschen wachsen wird. Ich gebe euch aber meinen direkten Link, eigentlich ist es
Michael Krogmann, aber ich pack's euch noch eben rein. Und guck mal, wie viel Liebe da reinkommt. Er muss. Er darf nicht, er muss. Es gehen sehr viele Herzchen zurück an euch, liebe Leute. So, Chat, geht mal alle auf den Link. Lasst mal ein Abo da bei YouTube, heißt es ja so. Und da kriegt ihr das Video auf jeden Fall auch noch morgen oder übermorgen von Elsie von heute rein. Das werde ich komplett hochladen, deswegen mache ich jetzt diese Werbung. Und besucht seine Website, besucht Saltatio Mortis, geht auf Live-Konzerte, holt euch Musik zum Verschenken. Und damit haben wir doch einfach einen wunderbaren Abschluss, oder? Ich denke auch. Hast du noch was zu sagen? Abend. Leute, traut euch, wenn ihr Bock habt, Dudelsack anzufangen und ihr keinen Plan habt, wo ihr da hingehen sollt. Fragt mich, schreibt Leute an, schreibt meine Bandkollegen an, geht denen richtig auf den Sack. Im wahrsten Sinne. Und ja, ich helfe euch gerne weiter. Ich bin offen für jeden. Und ja, habt Spaß an der Musik. Genießt es. Und ja, seid hier auf jeden Fall weiter am Start, Leute. Hammer. Ja, guck mal, viele Leute schreiben jetzt was. Aber ich weiß nicht, Elsie, was meinst du? Wollen wir noch einmal, wir haben noch immer ein paar Leute da. Ein Abschlusslied und dann haben wir es. Ja. Machen wir, oder? Ja, ich, ja. Ich weiß, wenn ich dich so frage, kannst du auch nicht Nein sagen. Aber die Leute wollen es einfach. Und was sind wir für Leute? Die haben gerade so viel Liebe hier verbreitet. Dann machen wir, komm, eine schnelle 2-Minuten-Ding. Ja. Ballern wir noch eben rein. Ein paar Drums für euch. Und dann ist doch hier alles geil getan. Okay, dann machen wir das Chat für euch. Da müsst ihr aber auch richtig abfeiern. Da müsst ihr wirklich sofort alle Herzen, da müsst ihr permanent Herzen rausballern. Und ich mach die Nebelmaschine an. Ihr müsst ausrasten, dass wir wirklich unter Nebeldruck hier rausklettern müssen. Das ist dann unser Ende, ja? Ich mach sie jetzt an. Sie müssen ein bisschen aufladen. Dann machen wir jetzt das Grande Finale. Das Grande Finale, das hört sich doch geil an. Ja? Mega gut. Und folgt dem YouTube-Kanal, ist wichtig. So, und jetzt Double, da ist es. Wo bist du? Da ist der Elsie. Genau, du musst es hier wieder schön machen. Musst du hier wieder leiser oder lauter machen? Achso, alles klar. Genau, so ist es gut. So. Oh, ich muss die Tannenbäumchen wieder rein. Oh ja, ich will das auch haben. Das ist verreckig. Wo ist mein Gehörschutz? Hast du sie ins Regal gelegt? Ja. So. Ich habe meine hier hingelegt, weil ich super schlau bin. Leg die einfach mal auf die Trommel. Achso, ich bin ein bisschen leiser. Ich mach jetzt mal ein bisschen leiser. Elsie, warte. Ja, ich muss jetzt eh mal ein bisschen vorgehen, weil du ja die Kamera auch wieder ein bisschen anders angeht. Achso, ich kann die einstellen. Ich hab's im Blick, Aber so ist doch gut. Ja. Aber ein bisschen Schärfe brauchen wir noch. Ah, da. Und du kannst noch ein Stück weiter rausgehen. Also für die Leute manchmal ganz spannend, so die Hände noch zu sehen. Ich will nur ein bisschen schärfer. Ah ja, alles klar. Geil, oder? Ja. Bist du mit dem Chat, bist du mit den Herzen zufrieden? Alter, mega, mega. Also ich könnte nicht glücklicher sein. Okay, Chat, ich schreibt mal, wenn der Sound scheiße ist. Wenn er gut ist, macht weiter Herzen. Ist was drin? Ja. Nebelt uns nicht, Chat!
Wahnsinn. Geiler Typ. Geiler Typ. Alter. Elsie. Jetzt hast du Nebel. Jetzt ist wieder wie Konzertatmosphäre. Leute, jetzt haben wir Nebel. Du hast gesehen, was die ganze Zeit abgegangen ist. Herzen ohne Ende. Herzen-Bombardement. Herzen ohne Ende. Ich glaube, damit können wir sagen, wir haben alles richtig gemacht. Man sieht dich nicht mehr, weiß keine Ahnung, wer es ist. Ich sehe mich nicht mehr. Chat bringt aber die Herzen rein. Super geil. Ich mache jetzt einen Raid. Raid heißt bei Twitch, dass man alle Leute nimmt und auf einen Kanal schiebt. Und ich guck mal, wen wir da so finden. Leichter Blaustich. Nee, ganz leicht nur. Irgendwas mit der Kamera, glaube ich. Funktioniert so nicht. Aber wir machen noch einen Raid natürlich gemeinsam, gucken, wo wir hingehen. Und dann, wir haben alles gesagt. Ich kann alles wiederholen, wie geil das war, wie cool, dass du vorbeigekommen bist. Immer aber, gerne wieder, Alter. Es macht richtig Bock mit dir. Ja, Hammer. Es ist echt geil. Mach doch einfach gute Laune. Wir haben noch den Simon online. Wir haben hier, Lara, das passt doch thematisch gut. Wollen wir die Lara mal besuchen? Das können wir gerne machen. Die Lara und du, freut sich. Da gibt es doch eine Verbindung. Dann raiden wir jetzt die Lara, das passt doch mega geil. Dementsprechend tippe ich das schon mal ein. Chat, ihr wisst Bescheid. Grüßt Lara. Grüßt Lara von Saltatio Mortis. Man sieht dich gar nicht, Mann. Der ganze Stativ ist dir in der Fresse, ey. Ja, alles da. War echt honig-kristallmäßig, der Raid. Dürfte starten. Geht alle mit. Die Leute, die jetzt hier ein Abo dagelassen haben, die Nebel reingebracht haben, herzlichen Dank für die Unterstützung. Total geil. Cooles Zeichen, dass ihr auch solche Inhalte hier abfeiert. Da kommt auch wieder ein bisschen was rein. Finde ich wirklich derbe geil, weil das ist ja auch was Spezielles bei Twitch. Du als Vollblutmusiker, ich als ja, Hobby-Dödel, so, weißt du, dass wir zusammen was machen, ist einfach cool. Und darauf kann man ja auch aufbauen und ist einfach schön. Es ist einfach auch so wichtig, ne? Ja, also genau. Gerade in der heutigen Zeit, wo es eh schwer ist, so, dass man sich connectet miteinander oder halt seine Kontakte pflegt, da müssen wir uns alle gegenseitig anschieben und unterstützen. Absolut, mega. Absolut. Ja. Ihr könnt jetzt nicht aufhören, wie gesagt, das Video wird es bei YouTube dann geben, aber wir müssen jetzt aufhören, weil ihr habt zugenebelt und das ist auch meine Ausrede, jetzt hier rauszugehen. Gute Nacht, Chat, gute Nacht, ihr Lieben, vielen Dank fürs Helfen, war ein mega Stream, schreibt noch El Grafo und ich drücke jetzt auf den Knopf und dann sind wir alle raus. Grüßt Lara, have fun, goodbye, Elsie, geiler Typ. Danke dir. Macht's gut, Leute. Der Dämonenlord war besiegt.